Ja, huhu nach da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Phileas und Saga DSA 5 auf diesem Kanal. Ich begrüße euch alle und wenn man zu mich hören und sehen kann, dann bitte schreibt doch mal ein freundliches Hallo auch in den Chat. Dann weiß ich, dass alles geklappt hat. Dann wäre das nämlich sehr freundlich von euch. So, ich spiele heute wieder nicht alleine. Ich spiele heute mit illustren Gestalten zusammen. Nämlich, wo fange ich denn heute mal an? Ich glaube, ich habe lange nicht mehr, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe lange nicht bei Nasir ibn Zahir al-Masrim angefangen. Der wird gespielt von Mishkar. Ei, gute zusammen. Ja. Und dann haben wir den Valion Herzensklang gespielt von Enigma. Sanjadana. Ja, der bärtigste Elf seit Zwergengedenken. Und wir haben auch oben den Hjalte Kolbeinsson gespielt von Pölle. Ahoi. Last but not least, Fianna Steinhauer gespielt von Leopardin 202. Ohne Ton. Ah, jetzt Ohne geht's. Ton, ja, wieder zu blöd, um das Ding auszuklicken, wie jedes Mal. Aber ich bin da. Hallo, guten Abend. Irgendwann mal, irgendwann mal. Irgendwann mal. Okay, ja, schön. Den Würfelbot können wir Gott mal gerade ausmachen. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. So, hallo, wen haben wir denn da? Den Drex haben wir da und den Kargrim, den Sohn des Norin haben wir da, den King Kong haben wir da. Hallo, hallo. Toll, dass ihr da seid. Beim letzten Mal, haben wir ganz viel erlebt um die Stadt Noburg herum. Wir befinden uns immer noch im dritten Abenteuer der Unglückswolf, irgendwo gegen Ende. Und die Stadt Noburg war nicht so besonders gut zu sprechen auf den Treck unserer Helden, denn sie versuchen ja mit der Crew der Seeadler um Kapitän Phileasson ein Wettrennen um ganz Aventurien zu schaffen und dabei Aufgaben zu lösen, die ihnen von der Schiedsrichterin der Travier geweihten Shaya zugekommen gelassen wird. Und dieses Mal ging es darum, eine Seuche zu bekämpfen und vor allen Dingen einem nivesischen Stamm zu helfen. Und die müssen immer noch ihre Karene verkaufen im Bornland, wo sie sonst nie hinziehen, um ihre Karene zu verkaufen, ins tiefe Bornland. Und ja, um Noburg herum ereignete sich ganz viel Böses, denn ja, einiges ist schiefgelaufen. Wenn ihr das wissen wollt, was da schiefgelaufen ist, dann könnt ihr die anderen Folgen alle gucken. Aber ganz speziell beim letzten Mal ist mal was Tolles passiert. Nämlich, was wisst ihr noch, was letztes Mal Tolles passiert ist? Tolles. Ja, im Dann hast Gegenteil du zu dem, was vorher das immer Lied. scheiße passiert ist. Ja gut, ich habe keine 20 gewürfelt, keinen umgebracht. Das war toll, stimmt. Ja, das ist richtig. Oha, der Ja, Geist von also Mira ist übrigens gerade auf Stichwort direkt auch wieder im Chat, sehr Dann schön. mal vom Deine schwänzt. Ja, also ich würde mal so grob anfangen oder grob Abriss geben. Ja, es begab sich zu einer Zeit, an der dem Stream davor die nette Fanta in die Stadt gekrabbelt ist über die Mauer, um sich da bei der Akademie, die da einen anderen Namen hatte, bei ihrem Kopf sich heilen zu lassen, also die Pockennarben entfernen zu lassen, um wieder hübsch zu werden, dass irgendjemand sie wieder will, obwohl sie sowieso jemand will, was sie nun nicht rafft. Und ja, lassen wir das. Frauen halt. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ja, auf Ich jeden hab's ja Fall, wer gesehen. hätte es gedacht, der Hansen ist nochmal hinterhergekrabbelt, weil er dachte, hey, unsere Top-Jägerin schafft das nicht, da reinzukommen, dann kann ich, der Herdhirte, sie auf jeden Fall befreien, weil die Doofen aus dem Mittelreich und Ausgebildeten, wie auch zum Beispiel die Magierin, haben es nicht geschafft, sie mit Diplomatie rauszubekommen. Was auch ein bisschen daran hing, dass irgendwie Gerüchte von wegen, wir wären Schwarzmagier, aufkamen. Mir war jetzt nicht ganz klar, wie das passieren konnte. Da hat sich bestimmt kein Elf irgendwie im
Gefängnis verplappert oder so und das hat auch keiner in den falschen Hals bekommen. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall wurde dann unsere Gesandtschaft aus Nürburg rausgeschmissen, nur die Travia-Geweihte durfte bleiben und durfte sich den Prozess angucken. Ich bin echt überrascht, dass ich alles noch so im Kopf habe. Cool. Ja, auf jeden Fall saßen dann Herrn Sen und Fanta in der Patsche, also dachten wir, hey, ist schon zweimal schiefgegangen, jetzt gehen wir halt nochmal rein und holen die beiden noch raus. Was kann schon schief gehen? Eigentlich das erste Mal wirklich rein, so auf diese Art, also sneaky. Ne? Ja, das hat ja Fanta schon probiert und das hat ja Herrn Sen auch schon Fanta probiert. Hätte es vielleicht sogar geschafft, wenn dann nicht ein gewisser Avis-Geweihter dazwischen gefunkt hätte. Aber na gut. Bestimmt. Bestimmt. Ja. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall jetzt muss ich mal überlegen. Mit wem bin ich denn da rein? Mit Inu. Mit Inu, genau. Mit Inu ist dann der gute Nasir tatsächlich sneaky über die Mauer, den Wachturm hoch, oben durch den Turm rein, hat da ein paar Wachen umgehauen, also betäubt, nicht getötet. Und hat dann die zwei Helden quasi aus dem Kerker befreit und die Wache in den Kerker gesperrt. Und ja, wer hätte es gedacht, kaum waren wir draußen, ist Alarm ausgebrochen und mussten die Beine in die Hand nehmen und um unser Leben rennen. Was unsere Torwaller bestimmt sehr gern gemacht haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ist mir jetzt noch so präsent. Oh, dann geht Skype kaputt. Na gut, brauchen wir ja heute nicht. Gut, ihr musstet also die Stadt relativ schnell verlassen, beziehungsweise das Umland der Stadt, und seid jetzt auf dem Weg tiefer ins Bornland. Und ja, wo soll es denn jetzt hingehen und was habt ihr geplant? Während ihr da mit den blökenden und mähenden Karenen durch die bornländische Landschaft zieht, die sich ja dadurch auszeichnet, dass es sehr viel Wald und Sumpf und Seen und ja, allerlei unentdecktes Gebiet zwischen den eigentlichen besiedelten Teilen des Bornlandes gibt. Und auch eure Führerin, die Stammesoberhauptfrau, nennt man das jetzt? Stammesoberhäuptin? Nirka, die hat jetzt auch ein paar Mal durchblicken lassen schon, dass sie besonders jetzt gerade, wo er in der letzten Stunde an so einem Wegstein vorbeigegangen ist, dass sie ab jetzt ein unbekanntes Gebiet betretet, wo die sie zumindest noch nie vorher gewesen ist. Es ist zwar noch eine Straße, auf der ihr unterwegs seid, also was heißt Straße, es ist eher ein Pfad, auf dem man noch gut vorankommt, aber ab jetzt hören hört das Wissen der Nivesen auf, was das Bornland angeht. Man weiß ungefähr, in welche Richtung man muss und wo das da ungefähr lang geht. Und man hat auch Karten, aber man war halt noch nie vorher da. Gute Frage. Welche Stadt ist denn in der Nähe, wo wir noch die Karene vertreiben könnten? Ich kenne jetzt als nächste größere Stadt in der Nähe keine. Das sind alles kleinere bis größere Dörfer. Tja. Das ist das große Problem. Wo will man eigentlich hin? Vielleicht ist Festum ein guter Anlaufpunkt, wobei das noch relativ weit weg wäre. Zum einen das. Allerdings fällt mir gerade ein, wenn wir tatsächlich nach Festum wollten, ich habe einen alten Bekannten, ist vielleicht übertrieben, aber einen Bekannten in Geestwins Koje, der würde uns bestimmt ein paar Karene abkaufen. Nicht alle, aber vielleicht einige. Vielleicht. Aber das wäre noch hinter Festum. Das ist sehr weit. Hinter Festum noch, ja.
Also vielleicht zunächst Genfestum laufen auf den offiziellen Straßen, wo man an Perwin und Rodebrand und so vorbeikommen könnte. Das wäre schon vielleicht nicht so schlecht. Da sind Bin jetzt zumindest ein paar so größere. erfahren mit um auf der Flucht sein, aber werden wir nicht gerade auf der Straße gesucht werden? Das ist die große Frage. Ob wir überhaupt gesucht werden, das ist jetzt auch die Frage. Im Wald würde man das sicherlich schlechter finden. Ich denke, die Herde dann beieinander zu halten, wird doch um einiges komplizierter. Tja. Betretenes Schweigen in der Runde. Gucken wir mal. Ja, hier den Oberhirten mal anschauen, unseren Romeo. Können wir überhaupt die Tiere im Wald zusammenhalten? Ganz Sicher, denn? das ist im Wald jetzt nicht sonderlich anders als auf der Straße. Wir kämen nur langsamer voran, aber vielleicht gibt es ja im Wald Köhlerhütten oder Jäger. Na, Jäger, die Karine brauchen es auch unwahrscheinlich. Wären schlechte Jäger, wenn die uns die Karren abkaufen würden. Also, wir waren ja selber noch nie hier, aber es gibt auch echt komische Erzählungen von den anderen Stämmen, was die Wälder hier in Bornland angeht. Erzähl. Genau. Ja, der Nachbarstamm von uns, ist mal zu außerordentlichem Reichtum gekommen, als sie ihre Karren in Bornland verkauft haben. Und der Stammesschamane behauptet steif und fest, sie hätten das dadurch geschafft, dass über Nacht ihre Karene im Wald fünfmal so fett geworden sind, wie sie eigentlich sollten. Das wäre doch gar nicht schlecht, oder? Das ist doch unmöglich. Ja. Worauf warten wir denn noch? Allerdings gibt es auch Geschichten über Waldschrate und Schlimmeres in diesen Wäldern. Solange wir nicht vorhaben, irgendwelche Bäume zu fällen, sollten die auch so eigentlich nicht gefährlich werden. Wo soll man denn sonst Holz herkriegen? Meldet sich Hein. Aufsammeln, Tro. Oder willst du versuchen, nasses Holz zu verbrennen? Ja, eben nicht. Ja, eben. Holz, das auf dem Boden rumliegt, ist meistens nass. Frisch gefälltes Holz vom Baum, das kann man wenigstens halbwegs trocken bezeichnen. Bin jetzt nicht der Baumexperte, aber es gibt doch auch abgestorbene Äste, die auf dem Boden liegen oder abgestorbene Bäume. Vielleicht sind da die Schrate weniger dagegen, wenn man das benutzt. Ich weiß es nicht. Bestimmt, es ist ja schon tot. Wenn man den Geschichten glauben kann, meldet sich Fanta auch nochmal zu Wort, die meine Urgroßmutter erzählt hat, sind die Wälder hier in Bonn dann noch immer grün. Also egal wie viel Holz man aus ihnen herausholt, die werden nicht kleiner und bleiben immer grün. Soll nicht auch noch ein Riese irgendwo in diesem Bornland umhergehen? Alle gucken Ich mich habe mit großen Augen an. ein Riese? Ja, ich habe Geschichten von den Tilor gehört. Aber das, Ralof stellt sich dir gegenüber mit verschränkten Armen. Ich war noch nie im Bornland. Größer als du, Ralf. Viel größer. Ralof, weißt du, was das heißt? Größenvergleich? Wir werden diesen Riesen erledigen und dafür werden wir in die Skaldengesänge aufgenommen. Er guckt so ganz verschüchtert Richtung um Volker. Der zuckt dann so mit den Achseln. Das wäre Etwa schon ein dreimal so Gesang groß wert, wie wenn das Radu. ein wirklicher Riese wäre. Bestimmt dreimal so groß wie Radu. Umso besser. Boah, mir juckt die Axt. Oh, Jalte, wer ihn als erstes sieht, darf ihn zuerst erlegen. Mal schauen. Also gehen wir durch den Wald?
Das wär ich nicke lang- sehr heftig. Langsamer, aber ich denke auf jeden Fall sicherer. Die Hecher aus Norburg, sofern uns, solange uns welche hinterherlaufen, sollten uns dort eventuell nicht finden. Puh, okay. Also, gut. Dann ist es beschlossene Sache. Da vorne führt auch ein Pfad in den Wald. Vielleicht nehmen wir zuerst mal den. Dass wir zumindest erstmal eine Weile so in Richtung Wald laufen und dann nicht ganz in den Wald, sondern uns erstmal das Ganze angucken. Ich gehe voraus! Nein, ich gehe voraus! Lalo zwitscht hier nicht vorbei. Warte mal, Ralf. Wir gehen voraus. Ja, aber ich gehe einen Schritt vor dir. Na gut. Ich passe dann mal auf die Karena auf, meldet sich HC. Ich beug mich mal zu Jal drüber, dabei kann er nichts Dummes machen, oder? Der passt doch schon seit Beginn unserer Reise auf die Karena. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Wenn ich mich zu Wort melden dürfte, meldet sich euer neuester Gefährte, den ihr beim letzten Mal ja aufgelesen habt, mehr unfreiwillig, den Alrik Wasserzieher, der hier aus der Gegend kommt. Oh, oh ja! Ich fürchte, das ist ein... Das ist zwar eine gute Idee, aber wir werden nicht weit kommen. Warum? Ich habe noch niemand gesehen, der in den Wald reingekommen ist und wieder raus. Wie viele Leute hast du jetzt schon beobachtet? Beziehungsweise auf der anderen Seite wieder raus. Sie kommen irgendwann wieder auf derselben Seite raus. Den Wald zu durchqueren ist unmöglich. Weil du ein Experte für den Bornwald bist. Ich komme hier aus der Gegend, aber ich war da auch schon ein paar Mal drin, aber ich habe versucht, eine Abkürzung zu nehmen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Weil dort eine große Schlucht ist, oder? Nein, es geht einfach nicht. Mhm. Also man geht rein, läuft die ganze Zeit geradeaus und kommt irgendwann da wieder aus, wo man in den Wald reingelaufen ist. Also meinst du, hast dich verirrt? Wenn du es so ausdrückst, vielleicht, ja. Da kann ich beruhigen, das passiert uns nicht. Ich habe eine natürliche Begabung dafür, immer die Himmelsrichtung zu wissen. Außerdem, meldet sich Abdul, haben wir die magische Expertise gleich zweier Magier bei uns. Wir können anhand der Sternkonstellation ganz leicht unseren Weg finden. Aber dann müssten wir ja nachts reisen. Ja, kümmert uns das? Wir haben doch Fackeln und Lampen. Frau Steinbauer, wie wär's denn? Mit Sternen navigieren? Das erste Mal, dass er dich Frau genannt hat und nicht Adepta. Ja, wir finden den Weg schon. Da vertraue ich Nasir. Das kriegen wir hin. Ja, wir haben zwei Magier und zwei Geweihte. Also, wer soll uns aufhalten in diesem Wald? Ich heb die Hand. Und die Alte macht den Riesenplan. Na gut. Herr Kohlweinzorn, ich geselle mich zu Ihnen. Irgendjemand muss ja den Weg finden. Irgendjemand mit Verstand. Ich gucke Nasir an. Zuckt mir die Schulter an, fuchtelt mir den hinten. Abdul, ihr könntet mir doch noch mal erzählen, wie ihr denn überhaupt zu Fuß in den Himmelsturm gekommen seid.
Er bleibt so stehen, also in der Bewegung stehen, während er gerade zu Jalte rübergehen wollte. Zieht da so das eine Bein nach, dreht sich um, guckt dich mit so ganz großen Augen an. Nein. Oder was ihr davor gemacht habt, das ist doch bestimmt eine spannende Geschichte. Wie seid ihr überhaupt zur Profession des Magiers gekommen? Das ist wiederum eine ganz andere gute Geschichte, die könnte ich erzählen. Und dann geht zurück zu Nasir. Ich stoß Raluf an und nutze die Gelegenheit, um abzuhauen. Ich gucke halt hinterher. Ich wink nochmal so. Bist du mir Böchchen? Okay, dann geht es in erst auf so einen kleinen Pfad, der in Richtung des Waldes führt. Der übrigens in nivesischer Sprache Silvaden Faden Karin heißt. Da kommt Karin drin vor. Ja, eben wegen dieser Geschichte, dass die Karinen dicker geworden sind. Ha! Dicke Karine können wir gut gebrauchen. Ja, in das der heißt, Tat, wenn man sich so eine Karine anguckt, die lange Reise hat sie doch ziemlich mitgenommen. Das sind, naja, sie waren auch schon mal... Haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, oder? Ja. Und bald auch noch einen Riesen. Gut. Dann kommt ihr dann irgendwann an eine Stelle, wo wirklich der Pfad irgendwie einen Bogen macht, abbiegt und wo man jetzt in den Wald hineingehen könnte. Und die Alte und Ralof laufen ja voraus und können mal eine Sinnesschärfenprobe würfeln. Was ist das jetzt für eine künstliche Pause? Wir haben doch abgemacht, wir gehen in den Wald rein. Dann machen wir das doch jetzt, oder? Ich fürchte, du hast den Bot noch nicht wieder an. Doch. Dann aber weiß ich nicht. Hier, sondern im nicht hier, du musst in der du quasi. Ins extra Dings. In den anderen Channel musst du gehen. To the Nerdpool. Ali, achso, ich bin im. Alles klar. Ja, ja. Alis Runden. Kann Dinge. Ja. Manche. Zum Beispiel. Ach ja. Mal, dafür sieht das gut aus. Da muss ich, glaube ich, für Ralof gar nicht würfeln. Aber ich tue es trotzdem. Weil gut. Kann. Gut. 3 Qualitätsstufen. Ha! Okay. Dann wirst du jetzt an dieser Biegung stehen, in Richtung Wald gucken, deinen Ohren spitzen vielleicht ein bisschen, dein Gesicht schärfen. Wie versuchst du gerade wahrzunehmen mit den Ohren, mit den Augen, mit der Nase, mit den Händen? Also der Wald ist ja wahrscheinlich recht dicht. Ja. Deswegen höre ich erst einmal. Dann wirst du etwas wahrnehmen, was du nicht so erwartet hast, denn du hörst eine leise Melodie aus dem Wald herausströmen. Ein bisschen klingt es wie ein Harfenspiel. Mhm. Kommt die Melodie mir in irgendeiner Weise bekannt vor? Das ist kein Torvalsches Trinklied. Das ist richtig. Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ich habe ja auch schon elfische Musik gehört. Und zwar schon mindestens von Valion und den Steppenelfen. Ja. Und da Elfen im Wald wohnen, bei den Steppenelfen war das schon ein bisschen komisch, dass sie nicht im Wald gewohnt haben, aber Elfen wohnen für mich eigentlich im Wald. Mhm. Könnte es doch sein, dass das elfische Musik ist. Könnte sein. Ja, auf jeden Fall ist sie sehr, ja, sie säuselt so im Wind, wenn so zwergische Musik wird es auf keinen Fall sein. Ja, die klingt Skalden ja auch wahrscheinlich sagen, so wie auch nicht. Bisschen kehliger, aber sonst. Ja. So ein andergastischer oder nostrianischer Gesang ist es auch nicht. So im Horasreich irgend so ein pfiffiges Zeugs, was man im lieblichen Feld oder Horasreich macht, auch nicht. Dann drehe ich mich mal um. Valion! Ich glaube, wir sind Kollegen von dir!
und durchbreche natürlich die schöne Melodie volle Möhre. Habe ich auch was gehört? Du bist ja ein bisschen weiter hinten im Track. Lagerte und Ralof sind ja weit vorgelaufen, aber wenn sie dir jetzt so entgegenbrüllen, ja, das ist wohl nicht die ganzen Geräusche, die jetzt so direkt um also die blökenden Karene und den lauthals erzählenden Abdul und so mal ausblendest, ja, da könnte Musik sein. Ja, da könnte Musik sein. Ja, dann gehe ich auch mal nach vorne, meine Flöte aus und versuche mich auf das Lied einzustimmen, indem ich mich in diese Melodie einflechte. Dann spielst du mit. Dann habt ihr jetzt ganz, genau, ganz nah auch Musik. Ich hau so Ralof an der Schulter mit meinem Ellbogen. Siehst du, Elfen, sag ich doch. Ja, wenn die da drin sind, haben die dann den Riesen schon erlegt? Mist. Dachsviecher. Nein. Oder die beschützen den Riesen? Ey, überleg mal. 100 Elfen und einen Riesen erschlagen. Also bis jetzt waren Elfen, die ich getroffen habe, nie feindselig. Okay, ist ein Argument. Ich meine, Hein behauptet immer, Elfen auf dem Schiff sind nicht so schön. Aber, na gut, wir hatten den Sturm. Den wir überstanden haben. Spiel du weiter. Diesen komischen Turm. Doch, da waren ein paar Elfen, die waren nicht so... Ich weiß nicht. Das waren keine Elfen. Ich weiß nicht. 100 Elfen und ein Riese. Ich glaube, das ohne jetzt... Es könnte sein, dass das ein bisschen viel für uns beide ist, Jalte. Wir sind ja auch nicht nur zu zweit. Bisschen Schützenhilfe von Nasir kriegen wir bestimmt. Und wir müssen dann nur um Volker irgendwie überzeugen, Nasir wieder raus. Ja, wie fühlt sich denn Nasir bei den Geschichten um einen Wald, der von Elfen besetzt ist? Nachdenklich. In die Vergangenheit zurückversetzt und gut, sich immer noch an die Gegenwart klammernd und quasi, dass eine Reisegruppe, ja, sein Schutz ist jetzt der falsche Ausdruck, aber zumindest seine Hilfe braucht. Aber trotzdem bricht es halt alte Wunden wieder auf, von denen er eigentlich glaubte, dass die verheilt wären. Hatte auch so allein schon ein flaues Gefühl im Magen die erste Zeit, als er wusste, dass ein Elfe überhaupt die Reisegruppe begleitet, aber er hat ja sehr schnell Valion schätzen gelernt, oder kennen und schätzen gelernt. Aber ja. Schwierig. Also ich gehe jetzt. Kommst du mit, Jalte? Natürlich. Und er setzt so ganz langsam den ersten Schritt so über diese unsichtbare Grenze, die in den Wald reinführt. Ha, ich stehe drin! Und ich gehe ganz unbeeindruckt die genaue gleiche Zeit. Noch. Kein Pfeil oder so, oder? Guckt so an sich runter ein bisschen. Ich nehme mal vorsichtshalber das Schild. Das Schild vom Rücken. Gute Idee. Sackschild. Nicht, dass ich euch verunsichern will, aber wenn ihr schon so aussieht, als wärt ihr Krieger, meint ihr, die Elfen wären dann freundlicher? Nee. Ist das wichtig? Doch eure Äxte über den Kopf, dann seht ihr noch bedrohlicher aus. Gute Idee. Ja. Axt. Soll ruhig Angst vor uns haben. Falion, kannst du mal mit ihnen reden? Ich hab wahrscheinlich so ein Geblabber von Abdul im Ohr. Ich hab hier zu tun.
Auf mich hören sie doch sowieso nicht. Ich gucke Hilfe suchen zu Fianna rüber. Die Stimme der Vernunft, bitte. Ja, das ist mein Auftritt. Jawollo. Ich stapfe den beiden hinterher und sage, meine lieben Freunde. Steck doch mal die Waffen bitte wieder weg. Wieso? Warum? Naja, weil wir doch gar nicht wissen, ob wir kämpfen müssen. Ihr zwei seid so gute Kämpfer. Ihr habt doch in 0, nichts eure Waffen gezogen. Wenn eine Bedrohung kommt, keiner von uns macht sich Sorgen, weil wir euch dabei haben. Aber wenn die Leute freundlich gesinnt sind, aber sehen, dass zwei, also ihr müsst euch, guckt euch mal gegenseitig an, was ihr für Krieger seid. Ne? Wenn da solche Leute auf einen zukommen mit gezogenen Waffen, dann denken die doch, ihr wollt denen was. Also jetzt mal ganz ehrlich, ihr seht schon ziemlich bedrohlich aus, so, wenn ihr da so angestapft kommt mit gezogenen Waffen. Jetzt mal zurück, ganz ehrlich, das ist Sinn der Sache. Nein, wir wollen uns doch nicht jetzt zwangsweise kloppen, oder? Ich meine, wenn Riese kommt und der uns angreift, wenn Riese kommt und uns angreift, habt ihr von mir aus freie Fahrt, also wirklich kein Thema. Aber wenn wir hier auf freundliche Elfen treffen, ihr wisst doch, wir haben vorher auch schon welche getroffen, Valion ist der beste Beweis dafür, dass man gut mit denen auskommen kann jetzt. Also bitte. Valion ist das Kriegsmusik. Nein, zu Valian guck. Jawohl, danke. Nein, siehst du, die machen einfach nur ein bisschen Nettmusik. Das ist vielleicht nicht dein Geschmack, aber deren. Komm schon. Na gut. Komm, Ralf, das Geschirr haben wir so schnell wieder draußen. Hey, da vorne, ich hab was gesehen. Wo? Da. Eine Klinge, sie hat geblitzt. Da hinten. Eine Klinge aufblitzen sehen. Da lauert jemand. Da schleicht so mit dem Schild nach vorn. Ich pack die Sachen weg. Danke. Dankeschön. Macht doch auch mal, also ihr beide, wenn ihr da jetzt vorne steht, ja, auch eine Sinnesschärfenprobe. Cool, mal gucken, ob ihr bemerkt, was der Raluf da meint, wahrgenommen zu haben. Oh, das sieht ganz gut aus. Moment. Die 19 macht mir ein bisschen Sorge, aber... Da habe ich genug Punkte, um das auszubügeln. Sind immer noch 2 Qualitätsstufen. 4 Qualitätsstufen bei Jalt. Tatsächlich hat der Raluf nicht ganz unrecht. Da blitzt irgendwas zwischen den Ästen und dem dichten Laubwerk des Waldes etwas weiter von euch entfernt. 2 Qualitätsstufen. Ey, da blitzt wirklich was. Ja, ich sehe es auch, aber... Ich frage jetzt noch was. Aber das werden wir noch rausfinden. Ist jemand, als würde jemand, wenn es ist ja nicht Nacht, aber gut, das Blätterdach lässt die noch scheinende Sonne ein bisschen halt das Licht ein bisschen trüber werden und es ist alles ein bisschen düsterer, als es sein sollte. Eben wegen dem dichten Blätterdach. Und das ist, kann man diese Lichter, dieses Aufblitzen ganz gut sehen, wenn man sich jetzt dran gewöhnt hat, ein bisschen an die Lichtverhältnisse. Also mich interessiert das, was das ist. Ich gehe da auch mal hin. Die Lichtverhältnisse sind mir recht egal, solange es nicht völlig dunkel ist. Ja. Aber das reicht für die Beschreibung, dass man halt dieses Licht ganz gut sehen kann, wegen dieser gerade trüben Lichtverhältnisse. Ja, 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 ja. Das sollte ich nicht, das wollte ich sagen, Valion. Mhm. Also für die anderen trübe Lichtverhältnisse. Nee, auch für dich trübe Lichtverhältnisse, du kannst halt gut sehen, aber es ist trotzdem ja ein anderes, als das würde dich ja, wenn du, so. Ne, das würde dich ja normales ja. Tageslicht total blenden. Das stimmt. Ist zum Glück nicht. Deine Augen passen sich schnell an und du siehst dann vielleicht eher als die anderen, dass es, wenn ihr weiter stapft, dass sich diese Lichter auch bewegen zwischen den Bäumen. Da war es wieder. Als würden sie sich bewegen und nicht an einem Ort nur bleiben. Du
Hast du von einem Phänomen schon mal gehört, Valion? Oder Fianna? Naja, ich weiß. Du zuerst. Ich habe gerade überlegt, ob es hier Ehelichter gibt. Also ich habe zumindest von diesem Phänomen schon mal was gehört. Allerdings weiß ich nicht so richtig viel was, ob das stimmt, dass es diese gibt. Das wären so kleine Lichter, die so tänzelnd in dichteren Waldgegenden sind und Leute in die Irre führen wollen. Also ich habe von Ehelichtern nur gehört in Sümpfen und dort, wo es sehr neblig ist. Aber das ist beides hier nicht. Nö, aber dichter Wald ist es doch auch. Und ich meine, wenn das passt zu Alriks Geschichte, dass aus dem Wald niemand wieder rauskommt. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, ach so. Keiner durchquert den Wald. Ha, okay. Alle laufen rein und kommen an der gleichen Seite wieder raus. Ja, gut. Ich frage mal meinen Richtungssinn. Haben wir, seit wir den Wald betreten haben, die 10 Minuten schon die Richtung geändert? Mach mal eine Orientierungsprobe. Ich weiß es automatisch. Aber dann würdest du sagen, nicht, nee. Vorteil von mir, ich weiß immer, wo, was es im Norden ist, zum Beispiel. Mhm. Gut. Dann lauft ihr, also die Lichter scheinen sich immer im gleichen Abstand von euch zu bewegen. Auch wenn so, also es ist fast schon zu verhindern, dass sie sich euch ihnen nähert und ihr geht tiefer in den Wald hinein. Kann uns irgendwo hinlocken? Ja, scheint so. Bis jetzt wirkt es nicht gefährlich. Aber das kann sich natürlich ändern. Die Alte, machen Riesenlichter? Fianna, machen Riesenlichter? Ich glaube nicht, und wenn schon gar nicht solche kleinen. Du weißt schon, wie groß Riesen sind, oder? Ich glaube nicht, dass das jetzt so wahnsinnig gefährlich ist. Wir uns vom Riesen weglocken. Vielleicht sollten wir in die andere Richtung gehen. Vielleicht. Valion, könnte das eine Form von Schutzzauber sein? Wenn das hier ein Elfenwald ist, könnte das nicht was sein, was ablenkt, dass wir jetzt, genau wie wir jetzt hier vorstehen, anfangen uns zu wundern, was das für Lichter sind und da hinterherlaufen und schwuppsiwupps sind wir wieder aus dem Wald rausgelaufen, anstatt tiefer rein? Das wäre möglich, ja. Eine Verfemung. Tja. Man wird einfach abgelenkt. Man, egal wohin man glaubt zu gehen, man geht zurück an den Rand des Waldes. So etwas gibt es. Ja, also das wäre doch eine Möglichkeit. Allerdings in letzter Zeit scheint es mir nicht, als würden wir uns irgendwie wieder dem Waldrand nähern, sondern mehr, als würde es immer dichter werden. Naja, dann versuchen wir doch einfach mal weiterzulaufen und gucken, was passiert. Spannend finde ich es allemal. Und selbst wenn wir nachher wieder draußen stehen, habe ich was gelernt und kann was aufschreiben. Das ist immer gut. Noch haben wir genügend Zeit. Dass die anderen sich nicht irgendwie wundern. Ja. Gibt es denn solche Magie, die das macht? Die einfach. Naja, warum? Ja, klar, warum soll es nicht irgendwelche Schutz geben, die das können? Können wir das nicht irgendwie brechen? Oder erstmal gucken, also, ob es das wirklich ist? Ich meine, ihr seid ja das. Ja, das die Augen schließen raus. Versuche ich ja gerade vorzuschlagen. Also brechen wüsste ich jetzt nicht, wie, dafür kenne ich mich mit elfischer Magie zu wenig aus. Aber ausprobieren, wie gut das auf uns wirkt. Oder ob man das irgendwie umgehen kann. Also folgen wir den Lichtern. Wir laufen weiter in die Richtung, in die wir ohnehin gehen wollten. Mag es passiert. Und das wäre, also ich höre es jetzt schon... Geradeaus, oder? Aber da geradeaus, oder da geradeaus, oder da geradeaus? Du könntest die Augen schließen, Raluf. Dann laufe ich ja gegen die Bäume. Und wir können dich führen. Also wenn das Ziel von uns wirklich Festung sein sollte, oder Städte, die vor Festung, vor dem Bornwald liegen, müssten wir nach Südosten gehen.
Ja, dann sag du uns doch jetzt mal bitte, wo Südosten ist und dann gehen wir in die Richtung. Ja, was er sagt. Dann gehen wir in diese Richtung. Ja, und ihr lauft in die Richtung und lauft bestimmt ja, eine Stunde oder so in den Wald herum. Und dann auf einmal seht ihr, dass der Wald irgendwie anfängt, lichter zu werden. Man kann das so zwischen den Bäumen sehen, dass es normales Tageslicht kommt. Die Lichter, diese tanzenden Lichter, haben zwischendurch aufgehört. Also entweder kommen wir jetzt zu einer Lichtung oder wir wurden wieder zurückgeführt zum Rand des Waldes. Das kann nicht sein, wir sind die ganze Zeit nach Südosten gegangen. So scheint es, ja. Wir werden es ja gleich sehen. Der Wald kann doch nicht in Richtung Südosten zu Ende sein. Ihr habt alle gesagt, dass wir hier ein riesen Waldstück. Alles, was ich davon weiß, ist, dass der Wald echt groß ist. Knapp 150 Meilen. Ja, sind wir jetzt nicht in einer Stunde durchgelaufen. Dann muss es eine Lichtung sein. Vielleicht können wir die für die Rast benutzen. Ja, lass mal gucken. Mir ist entspannt. Eher, das ist der Ausgehirte, der Wegesrand wieder ist. Läufst du vielleicht neugierig vor und tatsächlich... Ich laufe neugierig vor. Tatsächlich trittst du an einen relativ dir bekannten Pfad wieder ins Freie. Ha, hab ich mir doch gedacht. Und, Fiana? Ja, wir sind wieder am Weg zurück. Ah. Ja. Nasir tritt irgendwie auch, guckt sich das an und meint so... Was bedeutet, wir können uns nicht auf unsere Orientierung verlassen? Auf jeden Fall nicht auf unsere Augen. Wie will man sich denn sonst orientieren als mit Augen? Mit den Ohren, der Nase, den Händen. Weißt du, wo es südlich riecht? Oder südwest, südöstlich riecht? Ich nicht? Nein. Wer war, weiß ich gar nicht. War da nicht auch mal was mit Moos an irgendwelchen Baumseiten? Kann man das hier irgendwo sehen? Ja, klar. Wildnisleben ist echt nicht meine Stärke, aber ich habe ja Leute bei mir. Ja, Wildnislebenprobe, um das Moos zu suchen, kein Thema. Ich darf Wild... Oh, ich soll da suchen. Und suchen können wir alle. Okay. Ja, nee, ich finde keinen Moos. Das ist gerade auch spannend, wow. Wie das aussieht. 1923. Ich glaube, ich werde auch nichts finden. Ist das ja, Moos oder ist das ein Pilz? Warst du das auf dem Baum oder auf der Zunge? Das hängt davon ab, was du damit gemacht hast. Oh, nee. Ja, okay. Valion, weißt du denn irgendwas über diesen Schutzzauber? Hast du davon schon mal was Näheres gehört? Ich weiß, dass ganze Sippen so etwas machen können. Gerade die Waldelfen auf den Salamanderstein. Ja. Sollen so ihre Ansiedlung vor den Telor schützen. Weißt du, wie das wirkt? Also es muss ja irgendwas unterschwellig auf uns irgendwie übergehen, dass wir sämtlichen Richtungssinn verloren haben. Ist das eine besondere Melodie, die mit eingewoben ist? Ist es vielleicht die Musik, die wir hören? Nasir, mach du doch nochmal eine Sinnesschärfenprobe. Aber Klaringen? Nasir, findest du? Lass uns doch einfach mal gemeinsam den Wald anschauen, Fiana. Ja, wir gucken mal hin. Zwei Kurs. Benutzt nicht deine normalen Sinne dabei. Ach so, meinst du? Nasir, guck mal hin, kommt sich gerade irgendwie total verarscht vor, weil er sonst das ja eigentlich immer kann. Und schaut sich dann auch den Himmel an und meint, und du siehst, dass die Sonne auch nicht da steht, wo sie stehen sollte. Ihr seid jetzt ungefähr eine Stunde oder anderthalb gelaufen.
Aber die Sonne ist jetzt irgendwie, naja, und sich nicht viel weiter am Horizont, also am Himmelszelt weiter bewegt. Also mein Zeitgefühl sagt mir, dass wir eine Stunde oder eineinhalb Stunden unterwegs waren, aber der Sonnenstand sagt, wir waren keine halbe Stunde unterwegs. Das scheint wirklich Magie zu sein. So mal kurz im Nerd D und beginne dann auf einmal Fäden des Mannras wahrzunehmen. Was mir diesmal auf jeden Fall besser gelingt als das andere. Manchmal war vor der Oper, genau. Was hat da Fiona gerade gewürfelt? Ja, ich auch, Odem. Okay. Hat er ja gesagt, wir sollen mal zusammen in den Wald gucken. Ja. Anders als wir nochmal gucken. Genau, da habe ich jetzt, mal gucken, ich habe einen Wert. Oh, das ist da. Gut. Das ist drei Qualitätsstufen. Ja, bei mir sogar vier. Jetzt muss ich so mal, was der neue Odem jetzt immer macht. Das muss ich jetzt mal nachgucken. Ein Hoch auf das Regelwiki. Oh ja, oh ja. Ich möchte gleich mal was ausprobieren. Ja, was denn? Also erst, wenn ich dir sage, was du wahrnimmst. Ja. Also QS1 ist, habt ihr ja beide, ist Magie vorhanden oder nicht? Ja, es ist Magie vorhanden. So, und weitere QS-Stufen erleichtern nur eine magische Analyse, wie ich das hier so sehe. Aha, okay. Ja. Es ist gar nicht mehr so, dass man das, wie sonst, das dann einfach mehr offenbar wird. Ja, du siehst halt, ob Magie an, also ob da Magie weht, quasi, und ob Magie anwesend ist. Ja. Und je besser du das hier schaffst, desto mehr ist eine magische Analyse im Folgenden. Das heißt, wenn ich dann noch eine Analyse hinterher machen genau. würde. Wenn ja, du jetzt zwei Qualitätsstufen gehabt hast, dann hast du einen vier. Erleichterten Analyseprobe. Vier, aber trotzdem hilft mir das ja nicht, weil ich bei Analyse nur Sachen gut und sicher erkennen kann, die ich selber beherrsche oder wo ich zumindest irgendwie ein Grundverständnis von habe. Den habe ich von elfischen Schutzzaubern ja irgendwie nicht. Wo in der Regel, wie findet ihr das? Wenn ich da Odem Arcanum eingebe, dann kriege ich kein Suchresultat. Doch, Regelwiki und dann musst du dich da durchnavigieren, hier bei Zauber und so. Aha. Zauber und Liturgien und dann hier Zauber und magische Handlungen. Genau. Also ich denke mal, dann, dass man auch mit einem Analyse kannst du auf jeden Fall auch, also du kannst eine magische Analyse anstellen. Ja. Quasi. Also du kannst dann auch da, also kannst mit dem Odem halt rauskriegen, ob Magie weht oder nicht. Ja. Und mit dem Analyse kannst du wirklich eine magische Analyse anstellen, von auch wenn du den Zauber nicht beherrschst, du kannst ja die magischen Strukturen annehmen dann und so und das einordnen. Das habe ich aber ein bisschen anders verstanden, wenn ich ehrlich sein darf. Ich kann den ja auch nochmal nachgucken. Ich glaube nämlich, in DSA 5 hat sich das ein bisschen geändert. Mit dem Oculus kann man wirrende Magie wahrnehmen und mit dem Odem kann man im Prinzip nur einzelne Gegenstände auf Magie untersuchen und damit schon so ein Grundverständnis, quasi eine Analyse-Light-Variante bilden. Ah, wo ist denn der Analyse? Der Zauberer erhält Hinweise, ob das Objekt magisch ist und falls ja, wie seine magische Struktur geschaffen genau, das ist. Der Analyse. Das ist der Analyse. Durch die so gesammelten Informationen kann der Zauberer bei einer magischen Analyse mehr QS ansammeln als üblich. Jede QS des Analyse entspricht der Höhe der maximal ansammelbaren QS der Probe auf Magiekunde. Das ist davon, dass du den Spruch kennen musst. Nee. Für das, was ich meinte, das können wir gar nicht. Also zumindest ich nicht. Dafür brauchst du, also entweder Kegelsicht kann man machen oder rundum sich, braucht man einen Fertigkeitswert von 12 oder 16. Dann kannst du es halt auch woanders als noch für einzelne Objekte oder Personen machen. Ja, nee. Gut, das kann ich gar nicht. Auf, keine Ahnung, auf einen Baum richten oder so. Ja, darum ging es mir aber weniger. Das hätten wir, ja, dann habe ich das, glaube ich, aber auch ein bisschen falsch geskillt, weil dann hätte ich, glaube ich, den nicht so viele Punkte in Odem reinbuttern brauchen, wenn das eh nur um eine
QS geht, ob ich das und dann irgendwie. Aber egal. Ja, genau, genau. Egal. Oder für den Fall, dass dir mit einem Weder Hellsicht der Odem erschwert wird. Ja, ja, ist richtig. Ja, soll ich denn nochmal eine Analyse machen? Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ja, die QS steigt automatisch um 1 bei dem Analyse. Ja. Ja, das hätte ich aber auch ohne das geschafft. Ich habe da jetzt trotzdem dann 3 Qualitätsstufen beim Analyse. Das sagt mir dann was, dass ich jetzt eine Magiekundeprobe machen darf. Geil. Tja, Probe an Probe an Probe. An Probe an Probe. Ja, dann mache ich doch jetzt auch nochmal. Ja, das ist jetzt, warte, Moment mal. Magiekunde habe ich aber auch ziemlich gut geskillt. Das müsste eigentlich auch alles geklappt haben. Ist jetzt nur die Frage, wie gut. Ja. Und Magiekunde ist jetzt bei 3 Qualitätsstufen um 3 erleichtert, oder? Nee, Magiekunde ist gar nichts ist erleichtert, aber die endgültige Analyse, die du nachher rauskriegst, ist eine Qualitätsstufe höher als normalerweise wäre. Ach so, ja, okay. Dann du kannst nicht mehr als Qualitätsstufen in der, bei der Magiekundeprobe haben, als du beim Analys hast. Ja, auch gut. Sind dann 4. Ja. Dann kannst du ganz klar wahrnehmen, dass hier ein dir nicht näher bezeichneter Zauber irgendwie wirkt. Und zwar ja. Um euch herum quasi den ganzen Wald durchdringend. Ja. Und zwar der Zauber sowohl mächtige Magie, was die Sphären angeht. Ja. Aber auch sowas wie Bewegung, Form kannst du erkennen. Bewegungsmagie, Formmagie, Illusionsmagie. Aber der mächtigste Teil ist eine Sphärenkomponente. Okay, krass. Hörst du immer noch die Musik? Ja. Dann würde ich jetzt gerne mal was ausprobieren. Und zwar würde ich gerne, was findet man denn im Wald? Irgendwie gucken, ob ich schon, ja, Blätter sind scheiße. Nein, aber vielleicht irgendwie so ein bisschen lehmiger Boden oder irgend sowas, was als Ohrstöpsel taugt. Ja. Ich möchte mir was basteln, vielleicht noch mit Moos. Ne, ich kann ja kein Moos finden, ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Aber irgendwas suche ich mir zusammen und stopfe mir was in die Ohren. Mhm. Sag und schrei dann alle an, ich probiere mal was aus. Ich habe so eine Theorie, dass das vielleicht mit der Musik zusammenhängt. Lass mich mal laufen. Ich guck mal, ob man weiter in den Wald reinkommt, wenn man nichts hört. Wenn du mit uns redest, kannst du die Dinger rausnehmen. Ich will doch die Musik nicht mehr hören. Ja, ich laufe einfach los jetzt. Ist mir jetzt auch. Will doch nicht so, Mann. Frau. Ja, sollen wir hier folgen oder sollen wir hier stehen bleiben? Nein, wir bleiben hier. Lass es mal machen. Was ist, wenn sie verloren geht? Wir warten darauf, dass der Riesen auf uns geht. Ich gehe mit ihr. Ich leuchte ihn dann auf. Hoffe ich. Ich gehe da mit ihr. Na gut. Freunde, die Neugier zieht mich, ne? Ich bin weg. Wenn ihr selber zusieht, ja. Dass ihr hinterher kommt, dann. Ich eile hinterher, bin ja außerdem auch neugierig. Dann rastet der Rest am Waldrand, während Vali und Fianna wieder im Wald verschwinden. Und ungefähr nach, ja, keine Ahnung, einer halben Minute oder so wieder aus dem Wald heraustreten. Und für Fianna und Valion, ihr seid bestimmt 2 Stunden im Wald unterwegs gewesen. What? Okay, das war's nicht. Also die so Fianna und Valion verschwinden im Dickicht und sind ungefähr nach 20 Sekunden oder so wieder da. Wolltet ihr nicht in den Wald? Ja, wir waren voll lange unterwegs. Ja, genau. Voll lange. Ich glaube, ich habe 3-mal geblinzelt. Der Blitz ist so sehr langsam, Jalte. Echt mal. Ich würde sagen, es ist die Hälfte einer Stunde vielleicht vergangen. Ist klar. Also, ich bin gemeinsamer.
Valion müsste das aber am Sonnenstand jetzt eigentlich auch sehen können, dass das nicht stimmt, seine Zeitwahrnehmung. Fianna, schau, machst du Sonne hoch? Ist ja nicht und? Ja, die Sonne steht noch genauso wie dann, als hier ging. Sie hätte ein Stück weiter am Himmel sein müssen. Okay, also das war die Zeit anders vergehen im Wald als hier. Da ist alles mit drin. Alles. Und so viel, also das ist ein super komplexer Zauber. Aber wie können wir das austricksen? Wie können wir da durch? Die Legenden sagen doch, die Tiere gehen in den Wald und kommen raus, als wären sie, ist das eine Woche gemästet worden? Ja, genau. Ja. Das heißt, die Tiere müssen ja den Weg in den Wald finden. Ja. Wir folgen den Tieren. Das heißt, wir binden uns die Augen zu und die Ohren und folgen einfach, binden uns am Tier fest und sagen, lauf. Ja, die Ohren müssen wir nicht festbinden, aber auf jeden Fall die Augen und lassen uns von einem Karren führen. Ja, dann hauen wir dem auf den Arsch und sagen, lauf mal. Woher weiß das ist ja keine gute Idee, die laufen ziemlich durcheinander, meint Herrn Zehn. Ich würde das trotzdem mal ausprobieren. Jetzt hat er mich auf eine Idee gebracht, ich bin ja angefixt, ich will das jetzt rauskriegen. Das, also, dieses Mysterium ist nicht von mir sicher. Nicht, dass wir uns noch irgendwie einer stürzt von uns beiden und dann getrennt wird. Ja, dann müssen wir uns an ein Tier festbinden, oder was? Aneinander festbinden. Aneinander festbinden, ja. Ja. Wir und suchen jetzt Zeug, womit wir uns festbinden können. Wir probieren das weiter aus. Bleibt ihr mal sitzen, wir haben hier noch was zu tun. Woher wissen wir denn, wenn ihr was findet? Dann kommen wir nicht wieder. Ansonsten sind wir ja gleich wieder da. Ja, habt ihr doch gesehen. Also, wenn das stimmt, dass bei euch da drin die Zeit anders läuft und wir hier draußen eine Stunde warten, dann sind wir da schon 2 Wochen drin. Eine Woche lang oder einen Tag lang in Nöten sein, bevor wir merken, dass ihr weg seid. Ja, dann kommt auch alle mit. Das stimmt natürlich auch. Dann kommt halt alle mit. Habt ihr euch genug ausgeruht? Wir saßen jetzt keine Minute. Ja, genau. Wir haben noch gar nicht gut ausgerastet. Jetzt müssen wir ein Feuer machen, was essen und dann gestärkt weiterziehen. Na gut. Wir müssen ja sowieso auch noch gucken, ob wir genug Seile haben. Bin ein bisschen genervt. Ich gucke alle an, die es irgendwie wagen, noch mal was zu essen nachzunehmen, weil ich das können wir nicht jetzt echt scheiße echt scheiße finde, wenn ich das hier noch passiert. Echt? Machst du voll den Stress? Ich guck nur böse. Ich traue mich nicht, gerade dir auch traue ich mich gar nicht, was zu sagen, aber du siehst ja an meinem Blick, dass mir das nicht passt, dass du nochmal einen Nachschlag nimmst. Ja, also als ich mir den Nachschlag nehme, gucke ich dich wirklich beim Essen die ganze Zeit an. Ich versuche schon mal so einen Karren abzusondern, dass dann Fianna und mich führen kann. Ja. Ja, neben Nasir sitzt Nirka, hat so die Arme verschränkt und guckt so ein bisschen. Mir gefällt die Idee mit den Karänen nicht. Hast du eine bessere Idee, Nirka? Ich meine, die Grundidee ist ja nicht verkehrt, dass man Tiere darum bemüht. Haben wir ein anderes Tier? Willst du dich denn anbieten oder was? Guckt sich so ein bisschen irritiert an. Das ist jetzt nicht sehr freundlich, Fianna, Nirka als Tier zu bezeichnen. Hä? Aber sie kann sich doch. Achso, das. Achso. ja. Ich glaube, Nirka weiß aber, was ich gemeint habe. Ich schaue Nirka fragend und so ein bisschen mitleidig an. Ich weiß nicht. Ich traue dem Wald irgendwie nicht so richtig. Ja, aber im Ernst, wenn wir müssen es irgendwie versuchen. Wenn wir auf der Straße bleiben, werden wir früher oder später von Häschern verfolgt werden. Hm.
Und ich bin zwar jemand, der gern durch die Gegend zieht, aber lieber lebe ich im Wald als in einem Kerker in Nürburg. Wo irgendwelche Menschen, die glauben, wir wären Schwarzmagier, uns irgendwann auf den Scheiterhaufen setzen. Bis jetzt hat uns niemand verfolgt. Das wüsste ich. Ich bin sehr glücklich drum, darum danke ich auch Arvis, dass er unseren Weg beschützt bis hierhin. Und greife mir mal heißes Wasser vom Feuer, mach so ein paar Fichtennadeln da rein, hol mir Fichtennadeltee an. Vielleicht sollte ich unseren Begleiter in den Wald schicken und zu gucken, was darin vor sich geht. Welchen? Die ihren Wolf-Freund. Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Der ist doch sowieso immer irgendwie so ein bisschen. Ach so, um uns herum. Jalte beobachtet Fiona die ganze Zeit beim Essen. Was macht Valion? Wie ich schon sagte, ich will den Karin halt absondern, damit wir schnell los können. Mhm. Ja, kannst du machen. Gut. Am besten das Leittier. Was auch immer du dafür hältst, ja. Genau. Ein besonders großes und kräftiges Karin. Obwohl. Eigentlich sind wir noch lange noch mit denen noch hier gezogen, um zu wissen, welches das Leittier ist. Immer läuft es doch die ganze Zeit immer vorne. Genau. Deswegen ist es ja auch besonders dick und groß und stark. Ja, und wenn die dann aus dem Wald wieder rauskommt, sind wir auch alle groß und stark. Ja. Ich denke, das ist die beste Variante, wenn wir Blauauge fragen, ob er uns führt. Keiner bessere Vorschläge hat, wäre das ein Versuch wert. Ja. Gut, ich werde ihn suchen gehen, während ihr hier ist. Seine sind auf jeden Fall besser als die eines Karin. Wenn das geht, umso besser. Viel Erfolg. Dann ist der gerade noch zu Ende und das wird noch eine Weile dauern, bis ihr irgendwie euch gestärkt habt. Und Mirka kommt dann irgendwann in Begleitung eines sehr großen Tieres, eines Wolfes, um die Ecke gebogen. Der Wolf ist so groß, dass er ja fast schon bis über die Hüfte reicht. Das ist mal ein großes Tier. Und ich glaube, einige von euch kennen den Wolf auch schon. Die hatten ihn ja schon gesehen. Galt, glaube ich, kennt ihn. Fiona, glaube ich, auch. Ah, jetzt sehe ich dich endlich einmal. Ja, der Wolf guckt grimmig in die Runde und macht aber kein knurrendes Geräusch oder sowas. Man sieht tatsächlich, dass das Tier sowas ähnliches, also so merkwürdige Augen besitzt, die ganz von einem bläulichen Schimmer durchzogen sind. Okay. So einen Wolf habe ich noch nie gesehen. Man könnte fast schon sagen, dass diese Augen weniger wölfisch, eher menschlichen Irisse haben. Obwohl, wenn man genau hinguckt, nein, das kann nicht sein. Das ist ein ganz schön großer Wolf, den ihr da habt. Er hat uns die ganze Zeit begleitet und beschützt. Guter Wolf. Ich dachte, ich hänge es nicht so an die große Glocke, weil Menschen sich nicht gut mit Wölfen verstehen. Und ihr habt mir das ja auch ein ums andere Mal aufs Butterbrot geschmiert. Wie dem auch sei, er geht vor. Und wir folgen ihm in Sichtweite, oder? Denke. Ja. Gut. Für uns, Bruder Wolf, wir werden folgen. Ja.
Und dann baut ihr das Lager wieder ab und macht die Karene fertig, die sich relativ normal gegenüber diesem Wolf verhalten, was auch sehr eigenartig ist. Irgendwie, die scheinen nicht großartig unruhig zu werden, wenn der Wolf in ihrer Nähe ist. Ganz eigenartiges Gefühl, so ein Karin irgendwie so mit diesem Raubtier halt umgehen zu sehen. Und ja. Und ihr stapft halt dann den immer noch durch diese Klänge begleitet, es sei denn, Fiona stopft sich wieder irgendwelches Moos in die Ohren, dem Wolf hinterher. Und verschwindet im Wald. Und folgt dem Wolf. Und die Klänge umgeben euch. Und man hat jetzt den Eingang, auch wieder diese Lichterspiele kommen auch wieder vor. Und es scheint euch irgendwie zu umschwirren, auf allen Seiten zu umleuchten. Und ihr folgt weiter dem Wolf. Und nach einer gewissen Zeit hört dieses Harfenspiel, das immer im Hintergrund da ist, irgendwie auf und wird abgelöst durch ein Flötenspiel. Als ob jemand auf einer Panflöte spielt. Dann hole ich doch meine Flöte wieder raus und beginne auch erneut zu spielen. Und ihr folgt weiter dem Wolf, der momentan ein bisschen verwirrt irgendwie ein paar Schlenker gelaufen ist. Und seht dann auf einer kleinen Lichtung, an die ihr erreicht, ein Wesen stehen, das an einem großen Stein lehnt und auf einer Flöte spielt. Und die Melodie wird von Valion mitgespielt. Und Jalte und Ralluf sind ja weit vorne wieder, wahrscheinlich. Und sehen wahrscheinlich dann, dass dieses Wesen auch als erstes, es hat einen menschlichen Oberkörper mit lockigem Haar, aber einen Boxunterkörper, also Boxbeine und lehnt an diesem großen Stein und auch das Gesicht ist menschlich, es hat menschliche Züge, aber es hat auf jeden Fall auch Hörner auf der Stirn, die so durch das lockige Haar herausstechen. Wie groß ist er? 1,70, 1,80. Dann gucke ich ihn so skeptisch an. Du bist kein Riese! Setzt die Flöte kurz ab, das Flötenspiel verstummt, grinst euch entgegen, dann setzt ihr die Flöte wieder an und spielt weiter. Und kein Elf. Und auch nicht besonders wortgewandt wie mich. Ja, und der beginnt, sich vom Stein abzustoßen mit seinem Boxbein und fängt an, so einen leicht schunkelnden Bewegungen und fängt an, so ein bisschen um den Stein herum zu tänzeln. Gibt's Legenden über diese Tiere oder sind die da doch Sagen- unbekannt. Und Legendenprobe. Dafür haben wir sie doch. Nein. Das muss, keine Ahnung, also das ist auf jeden Fall kein Mensch, kein Elf, kein Tier. Entweder ist es ein Dämon oder eine Chimäre, da Chimäre bestimmt. Abdul. Ich biete 5 Qualitätsstufen. 5 Qualitätsstufen. Du hast in den Sängen und Legenden deines Volkes definitiv von diesem Wesen schon mal was gehört. Und du nimmst auch, weil du als Elf jetzt auch irgendwie einen besseren Geruchssinn, glaube ich, hast als alle anderen, auch den Geruch wahr, den dieses Wesen verströmt. Es riecht nämlich sehr süßlich und dick und schwerer, süßlicher Duft, der deine Nase berührt. Ja, nicht um einen besseren Geruchssinn, aber einen sensibleren.
Ja, ich denke, dass das qualifiziert es durchaus, dass du das auch als erstes wahrnehmen kannst. Mach euch. Und du hast auf jeden Fall von diesem Wesen gehört, die jetzt muss ich mal auf Elf irgendwie umschalten, die Elfen dabei helfen, in ihrem Lied ausgelassen spielen zu können. Ja. Und die dabei helfen, wenn ein Lied eines Elfen beginnt, trübe und melancholisch zu wirken. Ja, ich setze meine Flöte kurz ab. Ja. Und das fällt dir relativ schwer, die Flöte abzusetzen, weil du dieses Lied unglaublich toll findest. Und unglaublich rhythmisch und bewegend. Und eigentlich möchtest du mitspielen. Es geht keine Gefahr von ihm aus. Wir können uns ihm hingeben. Wir werden uns danach erfrischt und glücklich fühlen. Und dann setze ich wieder die Flöte an und spiele weiter. Sonst noch irgendjemand Sagen und Legenden gewürfelt? Die Alte nicht. Die Alte ist so... Schöne Musik. Fast schon so wie ein Torwaldscher Schlachtgesang. Würdest du sagen. Sehr mitreißend und spornt dich schon fast an, deine Axt zu ziehen und in die Schlacht zu stürmen. Mit zwei Qualitätsstufen hätte ich das bestanden. Zwei Qualitätsstufen, dann meinst du auch Geschichten gelesen zu haben von diesem Wesen, die in den Geschichten immer Frauen in die Wälder locken und da komische Dinge mit ihnen anstellen. Hm. Und was du auf jeden Fall auch irgendwie eine Verbindung zum... Ja, nicht direkt zur Raya-Kirche, aber zumindest zu Rayas Sohn eine Verbindung da herstellst, nämlich zu Leftan. Mhm. Da kommen diese Gestalten auch vor. Ach dann. Alle beginnen ein bisschen. Ja, Nasir guckt böse in Richtung Abdul. Der macht so die Augen geschlossen. Abdul, ist das eine Chimäre oder ein Dämon? Bitte was? Okay, der Elf erzählt was von Hingeben. Abdul fängt an zu tanzen und der Alte haut wahrscheinlich gerade seine Axt auf sein Schild und macht. Mhm. Bisschen, ja. Raluf auf jeden Fall. Ich schaue mich mal nach der nächsten Fichte um, spring dahin, reiße Harz von dem Baum, kau kurz drauf rum und steck mir das in die Ohren. Das ist mir nicht geheuer hier. Mhm. Ja. Was hast du für eine Magieresistenz, Nasir? Gibt's das überhaupt noch im neuen? Ja, Seelenkraft. Seelenkraft, ja. Zwei. Zwei, okay. Dann mach doch mal eine Selbstbeherrschungsprobe um zwei erleichtert. Mhm. Weil du ja die Ohren zu hast und so. Achso, wir haben ja hier, ich wollte gerade meine Würfel suchen. Nett. Ja, das sind drei Kurs. Na dann, bist du gerade dabei, die anderen zu beobachten, wie sie so anfangen halt sich zu... Und Herrn Zehn und Fanta irgendwie anfangen sich auch so in den Armen zu liegen ein bisschen. Da verschränke ich die Arme von der Brust schon wieder an. Solange hier keiner anfängt irgendwie, keine Ahnung... Rompil fängt an irgendwie so auf dem Boden rumzuklopfen. Raluf geht rüber zu Yalte und meint so: Sag mal, Yalte, die Shaya, ne? Die ist schon eine coole.
Ja, Shire ist cool. Meinst du, die kann auch richtig eine Axt führen? Weißt du schon, was ich meine? Du willst nicht mit dir prügeln? Klar! Machst du doch mal. Aber erst fragen und dann hauen. Ja, geht rüber. Hab das schon mal andersrum gemacht, weil ich so cool. Stapft Richtung Shire. Was macht denn der Alrik? Der guckt ganz verträumt Richtung Fianna. Hein guckt verträumt Richtung Nirka. Alle schwufen sie ein bisschen. Ups. Solange sich keiner an die Gurgel geht oder so. Nee. Würde ich mal nichts unternehmen. Okay, dann unternimmst du erstmal nichts und Shire wehrt aber auf jeden Fall den Raluf erstmal mit ein paar gezielten Schubsereien ab und nähert sich dann dir recht schnell und meint so, was stimmt mit den anderen nicht? Also du kannst nicht hören, was sie sagt, aber... Ich deute mal auf meine Ohren. Zieht das auch so ein bisschen auf, dass sie, dass ich da Harz drin habe. Ja, dann macht sie dasselbe und stopft sich das auch in die Ohren. Würde ich mal zu Fianna als nächstes rübergehen, weil die ja die vernunftbegabteste ist von uns. Ja, das fällt Fianna immer schwerer und schwerer. Sie ist neugierig und möchte auch ja mehr über dieses Wesen irgendwie herausfinden wahrscheinlich. Und die Musik ist so unglaublich mitreißend. Ja, es ist aber trotzdem auch so ein bisschen, was du sagtest, mit dem Zusammenhang mit Leftan und Frauen in den Wald locken. So ist da auch ein bisschen unwohl bei dem, dass ich das jetzt so anziehend finde. Ja. Aber so richtig gegen ankämpfen finde ich schwer. Sehe ich denn jetzt, wie Nasir mir irgendwie deutlich dazwischen grätscht oder so? Also wenn du irgendwie ansprechbar bist und nicht total im Delirium da den hin und her Tänzer machst, dann deute ich auch auf meine Ohren und mach dann so wie Flötenspiel. Mach dann irgendwie magische Gesten. Krieg ich das mit oder muss ich eine Selbstbeherrschungsprobe irgendwie? Ja, mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus, ja, genau. Ich muss jetzt gerade mal eben gucken. Es geht aber jetzt nur darum, wie gut geschafft. Ja. Jawohl. Dann kannst du dich zusammenreißen und es dem Nasir und Shire gleich tun. Jawohl. Ja, und siehst dann auch die anderen, dass sie immer mehr anfangen, irgendwie mitzuschwufen und immer mehr anfangen, Hemmungen zu verlieren anscheinend. Das will der ja auch nur. Diese ja, genau. Left Hands Brut. Ja. Ich knubbel mir Harz zusammen. Und mach das gar nicht so, dass ich die anderen versuche, irgendwie zu überreden oder irgendwie so, sondern die kriegen das ja nicht mit. Ich mache eher so ein bisschen Schleichattacken auf die und gehe so auf die zu und pröpp den dann in die Ohren. Okay, wen zuerst? Alle machen das? Ja. Jetzt? Okay. Dann würde ich erstmal mit dem Captain anfangen, mit Filiason. Okay. Der ist noch die größte Autoritätsperson, der kriegt hat irgendwie dann gleich auch noch zusammen die Lage überblickt. Wenn du das dann nach und nach bei allen machst, dann werden sich alle irgendwann halt wieder einkriegen und dann irgendwie so ein bisschen, also man merkt irgendwie, Herrnzehn wird rot im Gesicht und so. Und also einigen Leuten ist das sehr unangenehm hier. Zu Recht. Ich hätte jetzt Herrnzehn. Druckverständnislos in die Runde. Wir haben mal denn jetzt was in die Ohren gestopft, Valio? Das ist völlig unnötig. Ja, kann ich nicht so gut die Melodie spüren.
Ja. Ich fange alles wieder raus zu puppeln. Ja. Dann ist Vadion wahrscheinlich wieder der, der dann irgendwie tanzend irgendwie Richtung auf die Waldlichtung, auf den das Wesen zu tanzt. Dann packe ich ihn an den Klamotten. Halt die Klamotten. Nein, ich packe ihn. Du packst ihn. Das ist wirksamer, und deutlich wirksamer. Nur über die Schulter. Okay. Sehe ich den Wolf irgendwo? Ja, den? Der ist schon weitergelaufen, hat gar nicht gemerkt, dass sie ihm gar nicht mehr folgt, ist auf die andere Seite der Lichtung gelaufen und steht da jetzt und wartet. Ja, dann den Wolf hinterher. Er tanzt aber nicht. Ja. Er tanzt nicht, glücklicherweise, ja. Der Wolf tanzt nicht, nein. Ihr seid auch nicht die, die mit dem Wolf tanzen. Merkt mir mal den so Tanz. Schön gefunden. Merkt mir mal den Tanz von Ralloff, der bestimmt so Bushwreckers-mäßig aussah, ja. Falls ich mal irgendwann eine Torwalerin anmachen wollen würde. Okay. Ob das jetzt eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber gut. Andere Länder, andere Sitten. Ja. Tja, okay. Gut, dann habt ihr, lasst ihr die Lichtung hinter euch und ihr habt immer noch dieses Harz in den Ohren und lauft ein ganzes Stück weiter und seid wieder eine ganze Weile unterwegs. Es müsste eigentlich auch schon längst irgendwie dunkel werden, aber es ist halt immer noch ein merkwürdiger Schein, durch das Blätterdach irgendwie Licht spendet. Und auf das nächste Mal die Bäume etwas lichter werden und erkennt ihr einen großen See, dem ihr euch nähert. Eigentlich dürfte hier gar kein See sein. Na siehe, wenn du die Karten richtig geguckt hast. Obwohl, Bornland, hier sind überall Seen. Vielleicht seid ihr einfach nur weitergekommen, als du gedacht hast. Ja, aber wir haben ja festgestellt, dass das Zeitgefühl, das man hat, der Wirklichkeit widerspricht. Also müssten wir weniger weit gekommen sein, wie wir fühlen, dass wir gekommen sind. Mhm. Das ist jetzt seltsam. Ja. Aber da die Karten ja Menschen anfertigen und Menschen hier nie waren, wegen dieser Magie, ist es ja klar, dass da kein C verzeichnet ist. So viel Kombinatorik gestehe ich mir jetzt mal zu. Der See hat alles auch sehr groß. Und hat zur Tatsache auch so eine Art Sandstrand, könnte man fast schon sagen. Und ja, also eine leichte Dünung, genau. Und er bietet halt ein sehr schönes Bild, weil sich auf der Seeoberfläche, die sehr, sehr glatt ist, irgendwie schön der Horizont abbildet und so der Waldrand sich als Spiegelbild da drin spiegelt und so weiter. Und am anderen Ufer kannst du wieder etwas blinken sehen. Metallisches Blinken oder? Ein etwas blinkt. Captain fragen, ob er ein Fernrohr dabei hat. Kramt in seinem Rucksack und holt ein Fernrohr raus. Ja. Ja, dann würde ich mal... Schaust durch das Fernrohr und siehst am anderen Ufer eine große Harfe stehen, wie du sie sonst nur in so einem Orchester mal gesehen hast, aber auch nicht wirklich menschlich. Okay. Und an der Harfe sitzt eine Elfe und spielt darauf. Dann liegt der Valion immer noch irgendwie tanzbewegend bei Jalta auf der Schulter. Ja, wie ist das inzwischen, Valion, mit dir? Der Valion hat irgendwann auch das Flötenspiel nicht mehr weiter gehört, obwohl er es gerne hätte hören wollen. Nö, wenn ich denn das Spiel des Faun nicht mehr höre, dann klar, dürfte ich auch die Wirkung eigentlich nachlassen. Mhm. Ja, dann würde ich mal auf das andere Ende des Sees zeigen und dir das Fernrohr in die Hand geben. Was Valion auf jeden Fall aber lauter hört jetzt, ist das Hafenspiel, wo er sich dem See halt genähert hat. Ich höre eine Harfe. Die ist wesentlich lauter geworden.
Wir zeigen alle auf unsere Ohren. Weil wir da Wachs drin haben. Beziehungsweise ja, ich würde auf meine Ohren und so. Dann auf das Fernrohr und so. Wieder. Ich halte es mal vor meine Augen und guck durch. Und gib's dann dir. Ja, ich halte es dann auch mal vor meine Augen und guck damit dann drumher. Ich zeig aufs andere Ende des Sees. Ja, ich guck ja gerade am Meer. Es ist nicht ganz quer über den See, sondern irgendwie so ein bisschen schräg. Weil in der Mitte des Sees wird die Sicht auf das andere, auf die andere Seite wird auch versperrt durch eine Insel, die mitten in dem See ist. Dann sage ich wahrscheinlich viel zu laut, weil ich ja meine eigene Stimme jetzt leiser höre durch die Pfropfen. Ich zeig's dir, Valion! Und halt dann mit der einen Hand so das Fernrohr, mit der anderen Hand hinten bei ihm im Kopf und drehe ihn dann in Richtung der Harpe. Au! Ja, dann erkennt auch Valion die Elfe, die da sitzt und spielt. Da ist eine andere Fee. Was? Ja gut, ich nehm's mal raus. Er scheint ja normal zu sein. Dann hörst du dieses Hafenspiel relativ laut. Da ist eine andere Fell. Ja, das habe ich gesehen. Sie bekannte Freundin von dir, also deren Stamm sozusagen. Sagt dir das was? Ich habe sie noch nicht gesehen bisher. Außer durch dieses Druckding. Ja, aber es ist eine Elfen. Sei ich magisch? Nein. Das sind die Sachen, die sich Menschen einfallen lassen, die keine Magie beherrschen, um sich weiter helfen zu können. Ah, die Krücken, die ihr benutzt, die ihr keinen Mantra. Richtig. Ja, dann reiche ich wieder zurück. Und guck so zu anderen hin, so. Entfernen auch alle ihre Ohrstöpsel. Weiß ich nicht, tun das alle? Ja, ich nehme das jetzt auch raus. Ich gesehen habe, dass die anderen das auch gemacht haben und dass da nichts mehr passiert. Dann schau, da drüben! Vielleicht kann die Elfe uns Antworten geben über die Sachen, die hier passieren. Und ich kann ja mal rüberschwimmen. Die kann uns vielleicht auch sagen, wo der Riese ist. Ich glaube, schwimmen dürfte ein bisschen lange dauern, Vali, und da sind wir, glaube ich, wenn wir drumherum laufen, etwas schneller. Tim. Also wie gesagt, ihr seid ja nicht quer über den See, sondern so seitlich so versetzt. Okay. Ja, ich hätte gedanklich sie jetzt irgendwie auf in der Mitte des Sees. Nee, da ist eine Insel. Nee. Ja, dann können wir natürlich außen rum gehen. Dann lauft ihr außen rum entlang und als ihr euch der Elfe nähert und sie euch eurer gewahr wird, lässt sie noch einen letzten Akkord auf der Harfe erklingen, der dann langsam ausklingt. Dann richtet sie sich auf, schaut euch mit einem freundlichen Gesicht an und spricht in eure Richtung Sanya Sala Feyama Feyda Nya Nima Bingala Valandir. Ich glaube, sie sagt irgendwas von Freund. Nicht oder so. Meine Istira ist sehr schlicht. Valion, was sagt sie? Sie grüßt uns, Elfenfreunde. Ihr Name ist Niam und ihr habt jetzt gerade hier im Gesicht gehalten. Niam Goldhaar ist Bewahrerin des Waldes. Schaut Niam Goldhaar und sie bewahrt diesen Wald. Schaut zu Ralf rüber. Freunde. Okay. Klar, wenn er das sagt. Wo ist der Riese? Echt? Kannst du dir jetzt mal sagen, Niam. Biangir Valion Herzensklang. Spricht sie dich weiter auf Elfisch an und meint dann auch so, herzlich willkommen in diesem Wald. Was tut ihr hier?
Mach jetzt mal. Tut mir leid, meine Gefährten außer Fianna verstehen. Das ist Tira leider nicht. Oh. Seid ihr in der Lage, auch eine der menschlichen Sprachen zu sprechen? Dann beginnt sie in einem sehr, sehr kantig wirkenden Gareti, aber Gareti mit euch zu sprechen und sagt dann, seid willkommen, Elfenfreunde. Mein Name ist Niam Goltar. Ich bin Bewahrerin des Waldes. Ah, das ist gut. Und das wird halt gehört, diesem Gareti, also Fianna und Nasir können das am ehesten, glaube ich, einschätzen, was man so vor 100 Jahren oder so bestimmt gesprochen hat, also sehr altertümlich. Und sehr abgehackt und sehr, also sie kann es nicht richtig. Sorgt ihr dafür, dass die Menschen sich im Wald verirren und wieder dort herauskommen, wo sie reingingen? Ich bewahre den Wald vor Unheil. Also sind Menschen für euch Unheil? Die Menschen sind krank. Sie tragen die Krankheit inne, die dem Wald gefährdet. Deswegen ist es besser, wenn sie den Wald nicht betreten. Ich schaue Vai und frage an, sie meint Echse oder Feuer oder? Ja. Auch. Wieso tragen die Menschen das in sich, mit sich? Okay, würde ich verstehen. Das Badok. Klar. Hätte ich gleich drauf kommen können. Aber wo ihr schon mal hier seid, ist es eine außergewöhnliche Gelegenheit, euch kennenzulernen. Wie habt ihr das geschafft? Wir sind Blauauge gefolgt. Das war sehr weise von euch. Ich wollte erst einem Karin folgen, aber Nirka hier meinte, es wäre sinnvoller, wenn wir Blauauge folgen. Ja, und dann schreitet sie so auf den großen Wolf zu und legt ihm so die Hand so auf den Kopf und ihre Hand verschwindet so ein bisschen in dem Fell, fängt ihn an zu kraulen und meint, dann ist er ein guter Wolf. Hat sie gut geführt. Und man merkt, dass Nirka so ein bisschen eifersüchtig auf sie guckt, als der Wolf anfängt zu kraulen. Ich denke nicht, dass sie dir deine Rolle streitig machen will, Nirka. Das hoffe ich auch. Nun, wenn ihr jetzt einmal hier seid, darf ich euch einladen auf die Insel Orin? Oesin, Entschuldigung. Sicher? Alle mit den Karenen, oder? Natürlich. Ich bin gespannt, warum sollte man sie hier lassen? Gespannt, wie ihr sie alle transportieren wollt. Sie sind doch eure Begleiter und Freunde, oder nicht? Ja. Wir gehen mit Nachen über das Wasser. Was? Nachen. Guck mal und fragend an. Ja, es ist so ein anderes Wort für Boot. Weiß nicht, ob man Estira dafür reichte. Pöppel 1, ne? Das ist ein sehr merkwürdiges Wort, was auch im Estira relativ selten vorkommt, wahrscheinlich. Das ist ein recht altes Wort. Etwas ähnliches wie ein Otter. Und dann blickt dann so Richtung auf den See und ihr merkt, wie sich so aus dem Wasser heraus so eine Art Nebel bildet um die Insel herum, der relativ schnell hochzieht, was ein relativ beängstigender Anblick sein muss für jemanden, der das nicht gewohnt ist, was ein Nebel so schnell aufzieht.
Und aus den dicken Nebelschwaden, die dann schon langsam beginnen, die Insel zu verhüllen, bildet sich ein Schemen ab. Und dann noch einer und noch einer, als würden irgendwelche Wesenheiten aus dem Nebel herausschreiten. Und als aber diese Wesenheiten aus dem Nebel heraustreten wollen, sieht man, dass es kleine Boote sind, die sich herausschälen aus dem Nebel und über das Wasser in Richtung Land fahren. Und zwar sitzt niemand in den Booten drin, die fahren von ganz alleine. Ich bin immer wieder von den Elfen fasziniert, Valion. Und die Boote landen an dem sandigen Strand an. Und sie betritt das erste Boot. Das Boot bietet ungefähr 5 Leuten Platz. Und es kommen auch genügend Boote, um auch die Karene unterzubringen. Und dann greift sie mit einer Hand so in das Wasser rein und holt wie selbstverständlich eine Art Ruder aus dem Wasser. Und schaut dann so total selbstverständlich zu den anderen Booten rüber, wo dann andere drin sitzen. Weiß nicht. Dann schreibe ich auch mal ins Wasser und... Ja, auch du, dann hast du plötzlich das Gefühl, du hast was in der Hand und ziehst dann auch ein Ruder halt aus dem Wasser. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe mal, dass ich ein Ruder rausziehe und nicht einfach mal von Wasserleichen Kopf oder so. Ein Kopf? Ja, genau. So wie den Totensümpfen, ne? Ja, Excalibur, Upsi, hallo. Immer noch besser als ein Kopf. Ja, das ist wahr. Ja. Heinman meint so irgendwie hier zu Jalte so, das ist total praktisch. Hoffentlich kann sie uns den Trick beibringen. Boote, die von selbst fahren und Ruder aus dem Nichts, das ist perfekt. Ja, aber ey, was würde das mit unseren Armen machen, wenn wir die ganze Zeit faul in der Gegend rumsitzen? Naja, man kann das Selbstfahren ja weglassen, aber die Ruder. Aus dem Nichts. Also, es muss keiner mehr steuern, oder wie? Ja, und? Nein, falls man mal Ruder verliert, im Sturm oder so, einfach neue aus dem Wasser ziehen. Ach so. Ja, das ist gut. Und Fianna kann noch mal eine Probe machen auf Sagen und Legenden. Oder alle, die das auch machen wollen, können das genau machen. Drei Qualitätsstufen. Dann meint Fianna wieder was gelesen zu haben über eine Geschichte von einer Insel, die es auf einem See sein soll und durch Nebel verhüllt ist, diese Insel. Und diese Excalibur in Avalon-Geschichte, mehr oder weniger. Ich habe auch 3. Von der Herrin vom See. Also mehr oder weniger in abgewandelten Formen könnt ihr diese Geschichte dann alle in Erfahrung bringen. So, und weil jetzt Leute hier kurz mal ein kleines Päuschen brauchen, machen wir an dieser Stelle auch ein kleines Päuschen und lassen den Chat einfach auch mal ein bisschen alleine, so für 2-3 Minuten, die obligatorische 5-Minuten-Pause für 2 Minuten. Ihr wisst, was ich meine. Bis später. So, jetzt bin ich ganz alleine mit euch. Ja! Das konnte man jetzt gerade noch hören.
So. Da sind wir wieder. Und die anderen sind auch wieder da. Ja, mit diesen Geschichten im Hinterkopf von den von der Fee im Wasser, die mit irgendwas mit Königen zu tun hat auch und so. Irgendwie die Geschichten sind sich da nicht so einig. Vielleicht waren diese ganzen Geschichten hier irgendwann mal. Also die Leute, die diese Geschichten erzählt haben. Könnte sein. Also es passt schon ziemlich gut mit dem Nebel und so. Und ihr fahrt tatsächlich dann mit diesen Booten über den See. Ungefähr so auf halber Strecke. Könnt ihr gerne nochmal eine Probe machen auf Sinnesschärfe. Drei QS. Wow. 4 QS sogar. Dann, wenn Jalte ist besonders aufmerksam und schaut so auf das Wasser hinab und hat zuerst so diese schönen Spiegelungen der Umgebung irgendwie im Blick, aber sieht dann quasi durch das Wasser hindurch, weil das wirklich sehr klar ist. Und kannst quasi bis auf den Grund hinabsehen, auf den Grund des Sees hinunter und meinst irgendwie, da, vielleicht ist das eine Stadt. Das sieht so aus wie Mauern und Türme und sieht aus wie eine versunkene Stadt da unten. Boah! Ja, und die anderen können es auch wahrnehmen. Davon habe ich noch nie gehört. Fianna, Valion, wisst ihr etwas von einer Stadt, die hier im Bornland in einem See versunken ist? Nein, davon habe ich nichts gehört. Und wenn ihr jetzt genauer hinseht, könnt ihr sogar sehen, dass sich Dinge bewegen in dieser Stadt. Dass geschäftiges Treiben in den Gassen ist, dass sich Personen dort bewegen. Gibt's in Aventurien die Atlantis-Legende? Bestimmt irgendwo. Sagen wir Legende. Form garantiert. Oh, ja, genau. Die halb untergegangene Stadt ist ja Helvina, traditionell. Genau. Ja, aber die ist ja nur ganz unten drunter, oder nicht? Das alte Helvina ist auch komplett untergegangen. Sieht es dann auch aus, als wäre das unter Wasser, oder? Ja. Und also das sind Leute, die bewegen sich durchs Wasser so durch, die Leute dort. Ja, also die schwimmen nicht, die laufen ganz normal. Und man könnte auch Pferde erkennen und Ochsen und. Also mehr als würden wir quasi in einen Fernseher reinschauen. Ja, mit Fernseher dürfte ich jetzt nicht bekannt sein, aber ja. Klar, aber, ne? Und ist auf uns so ein Wahrsagespiegel. Genau, ja. Das Wasser deutlich, ne? Ja. Also diese optischen Verdrehungen, die man hat, wenn man durch die Wasseroberfläche durchguckt. Aber man sieht halt. Bitte? Irgendjemand hat Nasir kaputt gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, sind das jetzt Menschen, die da rumlaufen, oder sind das Elfen in der Stadt? Also so genau, das sieht ziemlich tief aus. Also so genau kann man jetzt nicht erkennen, ob es Elfen oder Menschen sind. Ja gut, aber mit Ochsen und Karren und so, das ist jetzt sehr unelfisch, glaube ich. So wie ich. Und den nächsten Eindruck, den du hast, Nasir, wenn du jetzt genauer versuchst, irgendwie hinzugucken, was sind das, Elfen oder Menschen, siehst du dann, wie er etwas heller wird und wie ein riesiger Feuerball einschlägt und Teile von einem Haus niederreißt und alles um sich herum irgendwie in Zerstörung und Vernichtung schreie ich in Deckung und lass mich ins Boot fallen. Ja. Bis oben ist alles ganz still und die anderen können es dann auch irgendwann sehen, irgendwie dass Mauern einstürzen, dass Türme brechen und bersten. Ich Leute mir mal in Panik durch die Gegend rennen und schreiend weglaufen. Könnt Leichen sehen.
Frage mich das Fernrohr von Phileas Sonnenborgen. Bitte? Ich würde nur das Fernrohr von Phileas Sonnenborgen. Ja. Und würde die Spitze des Fernrohrs unter Wasser halten, sodass der Lichtbrechungseffekt des Wassers verschwindet. Mhm. Und ob es wirklich nur zu schauen, ob es eine Illusion auf der Wasseroberfläche ist oder ob das wirklich unter Wasser stattfindet. Es ist nichts unter Wasser. Wenn du durch das Fernrohr guckst, siehst du nichts mehr. Hört man mich ganz laut auspusten. Unter Wasser sieht man, also man sieht gar nichts, weil es dunkel ist, oder man sieht die dunkel, Stadt nicht. Ja. Man sieht die Stadt auch nicht. Ne? Es ist ja, quasi es trübes, also nicht trübes Wasser, aber gerade Seeboden, Seegras. Sind das etwas, das war oder etwas, das sein wird? Oder etwas, das gerade ist? Das ist die Frage. Sind das eigentlich Menschen? Hast du nicht genau erkennen können. Du hast ja versucht, genauer hinzugucken, genau wie der Nasir auch, und dann kam der Feuerball und hat alles platt gemacht. Es war zu klein. Sie war zu weit weg. Es ist quasi, als wäre sie als Vogel über diese Stadt drüber geflogen und hätte das dann gesehen. Ja, aber erkennt man nicht vielleicht irgendwie so eine Hautfarbe oder so, oder einen Kleidungsstil oder was? Also ich meine, Kleidungsstil sah sehr nach sehr, ja, liebliches Feld vielleicht, aber noch eleganter vielleicht. Ausgerechnet genau. Die. Also auch recht luftig, nicht so, dass man in Bornland jetzt erwarten würde. Ja. Nee, Bornland ist garantiert nicht Bornlandisch. Ich denke nicht, dass wir etwas hier sehen, was hier ist oder auch war. Nicht. Also ich halte, wenn dann genau, dann nicht elfisch. Eher so wie die Kleidungsstile aus dem Himmelsturm, von den Leichen. Aber die waren auch nicht. Es muss einen anderen Ort zeigen. Also wenn das wirklich Liebfelder sind, dann war dieser Feuerball bestimmt von irgendeinem torvalschen Magier geschleudert. Ich gucke ihn, ich halte fragend an, einem torvalischen Magier. Mhm. Na klar. Kennst du dich, Schiffsmagier? Doch, Fjana ist einer. Ich glaube, da hast du sogar recht. Abdul, was hältst du eigentlich? Abdul, was hältst du eigentlich davon, was wir gesehen haben? Bitte was? Ja, von der Stadt im Wasser. Das ist eine Stadt im Wasser? Schaut so über die Kante. Ich sehe nix. Der See war gerade eben noch wie ein riesiger Wahrsagespiegel. Ich deute das hier, ihn so reinzuschmeißen. Ist, wie hieß die? Immer? Jammer? Niam Goldhack. Bei unserem Boot? Nee, die fährt auf ihrem eigenen Bötchen. Ist die in Rufreichweite? Ja. Niam! Schaut zu dir herüber und winkt. Was ist das, was man im Wasser sieht? Dann kriegt sie so ein leichtes, ja, zuerst so eine Art Lächeln, aber dann irgendwie so einen leicht melancholischen Gesichtsausdruck. Was hast du denn gesehen? Eine Stadt mit Lebewesen, die Kleidung tragen, wie wir sie unserer Reise schon mal gesehen haben. Diese Stadt wurde durch Feuer zerstört. Dann hast du unsere Geschichte gesehen. Eure Geschichte? Ja. Die Kopf. Die elfische Geschichte. Ein Teil davon. Welchen Teil? Ist es etwas, was in den Liedern nicht mehr besungen wird? Den Fall der großen Stadt Tinishiana. Ah. Ist das der Himmelsturm, Valion? Nein. Ah. Das ist eine andere Stadt. Ich habe ziemlich viele Städte, die kaputt gegangen sind, oder? Zwar
der Mittelpunkt der Alten. Warum ist die kaputt gegangen? Das Dasa kam über sie. Was? Und der Hochmut. Ja, ihr erreicht irgendwann die Insel und könnt jetzt irgendwie auch von weitem auch ein Gebäude erkennen, was in der Mitte der Insel zu stehen scheint. Ein großes Gebäude, was ganz aus einer Art Kristall zu sein scheint. Also so ganz außerhalb der Welt irgendwie zu existieren. Also das Kristall geschlagen kann das ja nun nicht sein. Und so Kristalle so wachsen lassen ist jetzt auch nicht einfach. Aber das scheint ein ganzes Gebäude komplett aus Kristall zu sein. Es funkelt im Sonnenlicht sehr schön. Was man aber auch sieht, ist, dass es ziemlich alt sein muss, weil teilweise so Pflanzen sich so an den Kristallen hochgewachsen haben und teilweise auch die kristallenen Strukturen entweder zerborsten sind oder kaputt gegangen sind oder angetrübt sind. Und was ihr sehen könnt, sind die ganz viele Statuen, die auf einer Art Weg und Straße, die zu diesem Gebäude hinführen, irgendwie aufgestellt sind, die Elfen darstellen. Die alten Elfen waren wirklich sehr anders als die, die ich heute kenne. Gleichen diese Statuen jenen vier, die wir in dem Heiligtum im Eis gesehen haben? Nee, nicht wirklich. Es scheinen irgendwelche elfischen Persönlichkeiten zu sein, die du aber nicht kennst. Mhm. Wen sehen wir hier in diesen Statuen? Einige meiner Ahnen und Freunde. Sie sind Überreste von dem, was sie geschaffen haben. Sie haben versucht, so für immer zu leben. Eine türrechte Aufgabe, finde ich. Als Statue? Sie haben gedacht, sie könnten so ewig bleiben. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Weiß jetzt nicht allzu viel über die Elfen, hilf mir mal, Valion, aber lebt ihr nach eurem irdischen Ableben nicht in eurem großen Lied weiter? Als Stimme, als Klang? Im Licht. Licht? Wir kamen aus dem Licht, Fremder, aus dem Nicht, sind wir von selbst hierher gekommen. Wir glauben, dass nach unserem Tod wir wieder ins Licht eintreten. Und warum hatten diese dann das Bedürfnis, trotz diesem Glauben von euch Statuen von sich anzufertigen? Dass sie im Licht nicht in Vergessenheit geraten, oder? Nicht immer waren die Elfen so rein in ihren Gedanken, dass sie die Wahrheit erkannt haben. Ja, dass Elfen nicht rein in ihren Gedanken waren, haben wir schon herausgefunden. Wir waren bereits an Orten, wo es Elfen nicht so gut ging. Wo Elfen verheerende Sachen gemacht haben. Der Turm, der von Ometion geschaffen wurde. Der von dem Badona verdorben wurde. Was wisst ihr über den Turm? Wir waren dort. Ihre an sich schon großen Augen werden ein bisschen größer. Das ist eine Geschichte, die ihr mir unbedingt erzählen müsst. Große Schrecken lauern in den Tiefen unter dem Turm. Dinge, die wie Fee sind und doch
die Disharmonie in sich tragen. Also sie sehen aus wie Fee, aber sie tragen dennoch das Dämonische in sich. Aber es sind nicht unsere Vorfahren. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht ist es gerade gut, dass ihr hierher gekommen seid. Abdul hier wurde im Turm gefangen gehalten. Sein Geist ist daran zerbrochen. Den Geist eines Menschen zu brechen ist relativ einfach. Kann sein. Aber dennoch ist es ein Frevel, so etwas zu tun. Ja. Den Geist eines Wesens zu brechen generell ist ein Frevel. Schwester, du sagtest, deine Freunde waren so? Dann hast du diese Zeiten miterlebt? Ja, habe ich. Und auch ich war einmal so. Jetzt werden meine Augen so groß. Ich habe so viele Fragen. Ich bin von meiner Sippe weggegangen, um zu ergründen, warum wir damals so tief gefallen sind. Warum wir Götter hatten und uns dann von ihnen abwandten. Nun stehe ich vor dir. Den meisten ist die Flucht gelungen. Vielen jedoch nicht. Die, die überlebt haben, haben sich zurückgezogen an Orte, die sie vor der Welt verschlossen hielten. So wie ich hier. Und es ist besser so, denn wir haben großen Frevel auf uns geladen und die Welt ist nur so von uns und wir vor der Welt sicher. Andere versuchten, die alten Lebensweisen unserer Brüder im Wald wieder zu erlangen. Sie wohnen zu meinen Vorfahren. Oder sie ziehen jetzt über die Steppen. Gemeinsam mit ihren Ponys. So könnte man es vielleicht betrachten, ja. Es ist lange, lange her. Wir können nicht mehr normal unter den Eurigen oder unter den Unsrigen und unter den Menschen leben. Ich frage mich, ob ich noch wieder zurück zu meiner Sippe überhaupt kann. Das hängt wohl nicht von dir ab, sondern davon, wie viel des Badok du noch weiter in dir trägst und wie stark du die Krankheit in dir wachsen lässt. Ja, ich befürchte, dass sie bereits zu groß ist. Dass ich nur aus der Ferne werde warnen können vor dem, was war. Die Geschichten von damals sind wohl nicht umsonst verloren gegangen. Und allein dein Antrieb, danach zu suchen, was früher war, es zeigt schon, dass die Krankheit schon weit bevor du die Menschen getroffen hast, in dir gekeimt ist. So bin ich denn nicht mehr Valion Herzensklang, sondern Valion, der vor den Alten warnt. Könntest du. Oder du könntest Valion sein, der die Alten kennenlernt und der die Alten zurückführt auf ihren Weg, dem sie vorherbestimmt sind. Denkst du denn, ist das möglich? Nichts ist unmöglich. Madaya träumt sich stets neu.
Warum sollten auch wir das nicht können? Du hast recht. Ein paar unserer Nachkommen haben ihren Frieden mit der Welt gefunden. Warum sollte das nicht dir oder uns anderen auch vergönnt sein, irgendwann einmal? Das wird dir aber nur dann vergönnt sein, wenn du aus deinem Exil hervortrittst. Wenn du dich selbst immer... Ich habe meine Lebensweise gewählt. Wenn du hier bleibst, kannst du dich nicht ändern. Ich habe mich schon mehr als genug geändert. Aber das Schicksal der anderen würde mich interessieren. Habt ihr sie gefunden am Turm? Konnten einige fliehen. Sie wurden zu den Vorfahren derer, die heute durch das Eis wandern. Ich weiß, dass der König geflohen ist und sich auf Inseln zurückgezogen hat. Der König? Du meinst aber nicht Ometeon? Nein. Finvarien. Über ihn haben wir dort nichts gehört oder gefunden. Über Metheon, ja, er wurde ermordet von Ardona. Damit startete alles. Der wahre König der Elfen, Finvarien. Statt im Eis waren ihre eigene Tragödie gefangen. Er hat den Fall unseres Volkes miterlebt und durchstehen müssen und er ist geflohen und hat sich zurückgezogen. Vor dem Dasein zurückgezogen, so wo es sie nicht finden kann. Auf eine Insel, weit verborgen. Ähnlich wie ich. Aber mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielleicht sucht ihr die alten Städte auf. Sie müssten unter einem Meer aus Sand noch verborgen sein. Meer aus Sand? Die Gesänge hießen von Dschungeln, von blühenden Leben, das hier Shiana umgab. So war es, bis das Dasa eingefallen ist und ein Meer aus Sand zurückließ. Nasir, du bist doch weit herumgekommen. Kennst du ein Meer aus Sand? Nun, wenn man es metaphorisch betrachtet, ist ein Meer etwas so weit, wie das Auge reicht. Und aus Sand könnte eine große Wüste sein. Es gibt mehrere Wüsten in Aventurien. Die größte ist die Kurmwüste. Dann werden wir vielleicht dort fündig. Ja, ich hoffe, dass es keine der anderen ist. Und da guckt so ein bisschen schweigend auf den Boden. In der Kälte waren wir schon. Wer weiß. Am Anfang der Fahrt hieß es, wir werden wie Fürsten, aber auch wie Bettler gehen. In verschiedensten Orten. Die Bettler könnte jetzt der Bezug mit den Kariden gemeint sein. Oder es kommt noch schlimmer. Oder auch besser. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass ihr als menschlicher Zug die Geschichten und die vergangenen Dinge meines Volkes erkunden wollt. Beruht auf einer Wettfahrt. Zumindest ursprünglich. Eine Wettfahrt? Ja. Der Fogwolf hier. So wie die Brüder damals im Eis um die Wette gefahren sind.
Ja, so in etwa. Zwei der Torwaller und der Fogwolf hier und ein anderer namens Bär und der Blender. Sie beide beanspruchen den Titel König der Meere für sich. Damit es nicht zur Gewalt kam, sollen sie eine Wettfahrt um ganz Aventurien unternehmen. Die ersten zwei Aufgaben wurden uns in Torwall gestellt. Und jetzt werden sie uns irgendwie übermittelt durch Schleier. Interessant. Die erste hieß uns, einen zweizähnigen Kopfschwänzler zu fangen. Ein seltsames. Und die zweite führt uns dann in den Himmelsturm. Die dritte zu den Nevesen. Wer stellt denn diese Aufgaben? Die ersten zwei stellt die oberste Hebefrau. Das ist die Sippenführerin von allen Torwallern. Aber ich weiß nicht, jetzt? Feier? Ich weiß nicht, wer die Aufgaben stellt. Ich bekomme sie übermittelt. Sie sind dann da. Spricht also niemand aus dem Tempel zu dir? Ich kann mich daran nicht erinnern, wer genau zu mir gesprochen hat. Vielleicht ist es sogar die Göttin selbst. Kommt zum leicht zweifelnd. Könnte aber auch einfach die Schwester Oberin aus dem Tempel sein. So einfach kann man das nicht beschreiben. Schaut so Richtung Nasir und versucht so irgendwie zustimmendes Nicken oder sowas zu ernten. Die Wege der Götter sind immer unergründlich. Fragt man sich doch, warum eure Götter sich auf einmal so sehr für das Sein von unseren Alten interessieren. Vielleicht als Warnung für uns, weil unsere Rasse auch immer älter wird und dass uns so etwas nicht passiert. Ich glaube nicht, dass sie sich für die Elfen großartig interessieren. Es ist doch die Wettfahrt, die uns an... Es ist Zufall, dass wir hier auf so viele Elfen treffen. Ist das das? Ja, und Zerstörung der elfischen Kultur erforschen. Oh. Das machen die Götter zufällig. Bist du dir da sicher? Hältst du sie für so naiv? Also haltet mich für blöd. Aber der Norden des Kontinents ist ziemlich groß. Wir sind ziemlich weit gereist. Und wir haben jetzt so viel schon von elfischer Kultur gesehen, was ich glaube, noch keiner wusste. Kein Zufall. Kein Zufall. Ja, während ihr so sprecht, geht ihr halt diese Straße entlang und könnt dieses Gebäude dann irgendwie auch wirklich sehen. Das ist halt ein großer palastartiges Gebäude. Wie gesagt, halb verfallen, könnte man sagen. Eine Ruine. Aber sie birgt immer noch genug Schutz irgendwie und vier Wände und ein Dach, um darin zu leben. Und es sieht auch sehr heimelig aus, wenn man sich jetzt irgendwie so darin bewegt oder da rein bewegt. Sieht auch mehrere Gegenstände des alltäglichen Lebens. Eine Art Bett, Tische, eine Kochstelle. Und alles so ein kleiner Kräutergarten vor der Tür. Und ja, allerdings nur auf eine Person zugeschnitten. Und dieses Riesengebäude halt nur für eine Person alleine. Wie lange lebt ihr hier schon? Wahrscheinlich sinnlose Frage. Sehr lange. Ich habe aufgehört zu zählen. Und ich glaube, sogar hier noch etwas länger, als ich draußen gelebt hätte. Außerhalb des Waldes. Obwohl wir das Gefühl hatten, dass hier im Wald die Zeit schneller läuft als draußen. Eben. Dann meinst du also, dein
Lebenszweck ist eigentlich schon vorbei? Ich weiß nicht, welchen Lebenszweck ich habe. Ich verstecke mich hier vor dem Dasein. Bis jetzt hat es nie nicht hingefunden. An diese Stelle kommt so leicht nichts von außen. Was habt ihr ja vielleicht gemerkt? Ich sollte vielleicht den Anlass, dass ihr hier seid, so deuten, dass mein Schutz nicht mehr allumfassend ist. Wir mussten schon einiges an Überlegungen reinstecken. Nichts ist für ewig. Für ewig nicht, aber ich habe gehofft, lange. Und alles kehrt wieder, wie die Jahreszeiten. Dann werde ich mich mehr anstrengen müssen. Zurück ins Licht kann ich nicht gehen mit all der Schuld, die ich auf mich geladen habe. Ich würde nur Finsternis in das Licht tragen. Ist Licht nicht da, um Finsternis zu vertreiben? So ist es. Aber was ist, wenn die Finsternis das Licht auffrisst? So wie die Nacht den Tag frisst? Die Nacht erscheint, weil das Licht der Sonne geht. Eben. Richtig, und wenn das Licht der Sonne wieder erscheint, verschwindet die Nacht. Licht ist immer stärker als die Finsternis. Und was wäre, wenn die Nacht bleibt? Das kann sie nicht, weil sie von der Sonne vertrieben wird. Das ist eine Sicht auf die Dinge. Am Ende des Weges kann dein Licht immer zurückgehen. Das heißt aber nicht, dass du in dieser sterblichen Hülle das. Vielleicht ist das Falsche an unserem Streben. Zu vermeiden, in unserer Hülle zurückkehren zu wollen. Mir ist es egal, in welcher Form. Ich traue mich einfach nicht zurückzukehren, weil ich nicht weiß, was es für Auswirkungen hat. Nehmen wir an, ich schaffe es dorthin und ich bin ja im Licht und das Dasein findet mich im Licht. Schwester, du verstehst nicht, was ich meine. Wenn du tot bist, dann kann das Dasein dich nicht mehr berühren. Und dann ist dein Licht frei von all deiner Schuld und dem Bardock, das dich im Leben getroffen hat. Die Geschichten, die ihr vom Turm erzählt, zeigen mir etwas anderes. Wer starb, war frei. Und hat doch Zerstörungen hinterlassen. Schlimm hatten es diejenigen, die nicht starben. Die dem Patrona immer weiter ausgesetzt waren. Schlangen. Was ist es, wenn ich eine Lücke hinterlasse in dieser Welt, die das Bardona oder das Dasein nutzt? Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Vielleicht hat es einen Sinn, vielleicht hat es keinen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nicht zurückkehren kann. Jetzt noch nicht. Keiner von Ihnen hier weiß, was für einen Zweck im Leben Sie haben. Ja. So wie wir. Und dennoch, sie gehen durchs Leben und trauen sich weiterzumachen. Ich mache auch weiter, wie du siehst. Ich glaube nicht. Du trauerst dem nach, was vergangen ist, und versuchst das aufrechtzuerhalten, was schön und rein daran war. Vielleicht ist dem so. Manchmal muss man einfach loslassen können. Ich werde deine Worte in meinem Herzen bewegen, Valion, der vor den Alten warnt. Nun, aber
setzt euch doch. Sie macht so ein bisschen, schichtet so eine Art Kissen auf, dass man irgendwie sich so vor die Feuerstelle setzen kann. Ich Danke. Könnte einen Tee kochen, wenn ihr wollt. Gerne. Raluf guckt die Alte an. Tee. Na, mit Schuss. Bei der Rast. Hast du noch was? Immer. Sonst kriege ich dieses elfische Gezeugs nicht runter. Ich habe mal aranischen Tee getrunken. Fürchterliches Zeug, sag ich dir. Ich glaube, elfischer Tee ist was anderes. Sicher? Aber, also, ich war noch nie in Aranien. Aber ich glaube, dass die Aranier ein bisschen anders drauf sind. Kommt die dann Geschichten aus gehört, angeblich lassen die sich nur von Frauen rumkommandieren. Es gibt ein paar Frauen, von denen würde ich mich gerne mal rumkommandieren lassen. Ja, ja. Klar. Aber das ist da so Regel, dass die Frauen da rumkommen. Ich finde das merkwürdig. Also wenn man. So jetzt nichts Schlimmes, wenn sie gut, weil wenn sie das was können, dann sollen sie das doch machen. Ja, aber das ist ja das Problem. Die kommandieren, egal ob sie was können oder nicht. Was? Ja! Das ist ja wie ein Andergast. Nur umgekehrt. Irgendwie. Anti-Andergast. Das ist wie überall, nur anders. Ich bin verwirrt. Ja, genau, ich auch. Ja. Trink Tee. Hilft vielleicht. Ja, sie setzt auch eine Art Kräutertee auf, der hervorragend duftet. Und nimmt dann so ein kristallene Gefäße irgendwie aus einer Art Anrichte heraus und stellt jedem von euch einen dahin und schüttet dann aus einer großen Kanne diesen warmen, heißen Tee in diese Kristallgefäße ein. Luftig und süßlich riechend. Das könnte man vielleicht sogar genießen, die Alte. Aber mit Rum garantiert. Biske Prima hat noch nie fehlgeschlagen. Ja. Und Baraculus und Shaya haben die ganze Zeit versucht, ihr so über die Schulter zu gucken, was sie denn da jetzt reinmischt. Aber sie hatte irgendwie so feste Mischungen anscheinend schon. Und keiner hat sich anscheinend getraut, sie zu fragen, was das ist. Trinken dann aber schlürfend auch schnell in ihre ersten Stücke von dem Tee. Wer trinkt auch? Ja, klar. Gut. Immer. Dann dürft ihr euch auf jeden Fall einen Regenerationswurf gönnen durch den Tee. Und zwar +3 sogar. Der Tee macht zwar relativ müde, aber ist sehr bekömmlich. Du, Fianna hat ohne die +3 schon so viel wie Nasir. Tja. Was soll denn der Varnion da sagen? Tja. Gut. Ihr werdet schläfrig von diesem Tee. Irgendwann merkt ihr, dass eure Glieder schwer werden, die Augen zufallen. Ihr seid auch recht lange gelaufen in diesem Wald. Ja. Und schlaft alle relativ gemütlich zwischen den Kissen ein. Einer nach dem anderen. Ohne euch groß über irgendwas Gedanken zu machen. Die Karen. Genau, die Karen. Zu spät. Und als ihr am nächsten Tag die Augen wieder aufschlagt, wacht ihr am Waldesrand auf. Oh meine, sind's wieder Rennen fahren hier. Ja, das passiert ja abends immer. Ich schrecke hoch, schaue mich um.
Scheint, als hätte sie uns zurückgebracht. Alles sorgfältig angekettet, also eingefercht und festgebunden. Sehen sehr gut genährt aus. Im Gegensatz zu dem, wo ihr in den Wald reingelaufen seid, wo sie teilweise schon relativ abgemagert und schwächlich waren. Ihr selber fühlt euch wirklich sehr, sehr gut und erholt. Als hättet ihr eine ganz lange Nacht in einem wirklich guten Bett verbracht. Aber ihr seid nicht mehr auf der Insel, sondern am Waldrand. Da, wo ihr den Wald betreten habt. Boah. Todesstrahl. Das hätte man dir sagen sollen. Ernsthaft, Hetman, so gewinnen wir dieses Rennen nie. Okay. Ich glaube, die Waldstrecke fällt aus, oder? Ich denke auch. Okay. Aber lustig war's. Ja, altes Blick entnehme ich jetzt erst recht. Nein! Verdammte Axt! Wir gehen um diesen verdammten Axtwald rum! Axt! Axt! Wir spielen, wie oft kann ich Axt in einem Satz sagen? Nasir, du tastest so, also hast instinktiv wahrscheinlich, als du aufgestanden bist, erstmal dadurch, dass du irritiert warst, wo du aufgewacht bist, erstmal geguckt, ob du deine Habseligkeiten noch hast. Dabei ist dir aufgefallen, dass du etwas in deinem Beutel hast, was vorher nicht drin war. Okay, da schaue ich mal rein. Und zwar ein Stück Pergament. Dann klappe ich bzw. rolle ich das mal auf. Da ist eine Karte. Von? Von der Umgebung hier anscheinend, von dem Wald. Und es sind Linien eingezeichnet, die es wohl möglich machen, um das Zentrum des Waldes herumzulaufen. Ah. Ja, dann winke ich mal. Ein paar elfische Schriftzeichen sind auch noch auf der Karte. Kannst du elfisch lesen? Istera 1 habe ich. Aber beziehungsweise lesen. Sekunde. Nein. Tobias Philavidia-Zeichen, Kussliga und Grüfen von Unau. Kein. Dann Elfisch. Musst du wahrscheinlich das Ding dem Elfen zeigen. Habe ich ja nicht so viel Auswahl. Winke ich mal hektisch. Oder mal. Der Magierin. Vielleicht kann die auch Elfisch lesen. Die hat ja gelernt inzwischen. Hoffentlich. Bisschen. Genau. Wünsche ja sowieso Fianna. Achso, die Magierin, ich dachte ich. Ja, ich bin's, ich bin's. Wer soll's denn sonst wieder sein? Seit ich jedes Mal zu blöd für diesen Knopf. Entweder ich vergesse ihn auszumachen oder ich vergesse ihn anzumachen. Wir werden keine Freunde mehr. Ich kann auch Istira, soll ich. Die Frage war, ob du Istira lesen kannst. Ja, Istira-Zeichen kann ich auch. Hast du ihr wohl beigebracht, Valion? Ja, haben wir doch die ganze Zeit geübt, Valion. Das tut doch nicht so, als wüsstest du das nicht. Gut, dann könnt ihr zusammen, Valion und Fianna, die alten Schriftzeichen entziffern, die auch nicht wirklich neues Istira darstellen, sondern relativ alte Sprache sind. Aber es ist noch Istira, kein Astaria. Nee, es ist schon alte elfische Sprache, wie es im Turm war. Die heißt ja Astaria, das ist eine andere Sprache. Ja, aber diese Schriftzeichen sind gleich. Das stimmt. Und mit Istira kann man Astaria auch verstehen, wenn auch nur ganz schlecht. Mhm. Frage ist jetzt halt, zusammen kriegt ihr das relativ gut, ganz gut hin. Ich kann Astaria auch lesen und schreiben. Okay. Dann kannst du Fianna da vielleicht noch ein bisschen was als Hilfestellung geben, bei Übersetzen. Mhm. Und es ist ein Gruß von Niam und die Karte zeigt wohl die Route durch den Wald, die Sterbliche nehmen können, damit es nicht so auffällt,
dass der Wald verzaubert ist, hat sie sich dazu entschieden, eine Route einzurichten, mit der man den Wald durchqueren kann. Dann teilen wir das doch so der anderen mit. Ja, und sie bittet euch, niemandem zu erzählen, dass innerhalb des Waldes die Insel liegt. Und wünscht euch alles Gute auf eurer Reise. Gut. Es ist windig geworden an diesem Tag. Und ihr macht euch auf den Weg quer durch den Wald. Durch der Route, die euch irgendwie durch die Karte bewiesen ist. Und dieser Wind, der im Wald nicht so schlimm war, ist jetzt, wo er dann auf der anderen Seite des Waldes recht schnell wieder rauskommt, obwohl dieser Wald ja riesengroß sein soll. Ihr lauft keine 5 Minuten oder so, also ja, nicht 5 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde oder sowas durch den Wald, und kommt aber wieder an einer anderen Stelle heraus, als ihr reingegangen seid. Was jetzt wahrscheinlich aber auch nicht sonderlich für euch nicht mehr sonderlich überraschend kommen sollte, weil die Zeit ja im Wald anders vergeht als außerhalb des Waldes. Was man aber auf jeden Fall merkt, ist, dass diese leichte Wind sich sehr stark jetzt gegen die Äste des Waldes stemmt. Und als ihr aus dem Wald heraustretet, gegen den starken Wind schon anschreiten müsst. Gerade jetzt in den letzten Tagen haben wir das ja mitgekriegt, wie stark Wind sein kann hier in Deutschland. Und es ist schon fast eine Art Sturm. Ja, es ist ein Sturm, der an euren Haaren zieht, euch durch die Kleidung pustet und um euch herum Äste von den Bäumen abreißt, und so dass ihr irgendwie auch schon aufpassen müsst, irgendwie, ob sie euch am Kopf treffen oder nicht. Und Jalte und Raluf laufen weiter vor und versuchen auch mit ihren Schilden gegen den Sturm anzukämpfen, sodass die anderen im Windschatten einfacher hinter ihnen gehen können und vor allen Dingen die Karene damit zu schützen. Was jetzt aber dieses Schild auch dem Sturm auch Angriffsfläche bietet. Und ihr dürft alle nochmal eine Sinnesschärfenprobe machen, während ihr da so gegen den Wind ankämpft. Geschafft. Perfekt. 3 Kurs. Dann fällt euch auf, während ihr eigentlich abgelenkt seid, um euch auf den Beinen zu halten und im Windschatten von Jalte und Raluf zu bleiben und euch um die Karene zu kümmern, dass Shaya abseits der Gruppe aus dem Wald getreten ist und ganz normal neben der Gruppe herläuft, als ob ihr der Sturm nichts ausmacht. Nicht mal ihre Haare wehen im Wind. Shaya schreitet wie eine Art Majestät schreiten würde, irgendwie neben eurer Herde her, und der Wind brüllt in euren Ohren und zieht, wie gesagt, an euren Schildern und Klamotten, und sie blickt sich, nachdem Nasir sie angesprochen hat, zu euch um. Du siehst die verdrehten Augen in ihrem Kopf. Sie legt den Kopf in den Nacken, breitet die Arme gegen den Wind aus und öffnet den Mund und verzieht dann eine Art Grimasse ihr ganzes Gesicht, und man hört ein tiefes Grollen, das aus ihrem Mund anscheinend herausströmt und gegen den Wind anschreit. Und euch drohen aufgrund dieses Geschreis, was sie irgendwie loslässt, schon fast die Ohrtrommelfälle zu zerspringen, und man weiß gar nicht, ob es das Toben des Sturmes ist oder ihre Stimme alleine. Auf jeden Fall klingt es wie ein Donnerschlag, den ihr da vernehmt, und ihr hört Worte, die sie in den Wind hinein schreit,
In der Stadt, in der Ingrim Effer trotzt, konnten selbst die Stürme der Zeit die Spur des Steppenwolpes nicht löschen. Zerreißt den Schleier der Vergangenheit und ihr werdet eine silberne Flamme finden. Sie ist der eine Schlüssel zur Orima, der Allsehenden, der ihr bereits begegnet, der ihr dereinst begegnen werdet. Und mit dieser krassen Szene beenden wir dann für heute den Stream. Und alle Helden, die dieses Abenteuer überlebt haben, dürfen sich Abenteuerpunkte aufschreiben, die wir nachher nach dem Stream aufschreiben lassen werden. Abenteuerpunkte, Abenteuerpunkte. Ja. Ich bedanke mich fürs Mitspielen und dafür, dass ihr dazugeguckt habt. Wir haben das Abenteuer der Unglückswolf endlich durchgespielt. Es hat sehr lange gedauert im Vergleich zu dem. Nach nur 8 Sitzungen. Ja, man hätte es auch noch viel weiter ausschmücken können, aber ich fand es ganz nett. Mal sehen, was auf den Spuren des Wolfes mit der Gruppe passiert. Wieder Wölfe. Ja. Werden wir es von der Menge noch toppen oder werden wir zu unseren alten 5 Folgen pro Abenteuer zurückkehren? Ihr werdet es sehen, aber nur hier bei uns. Genau. Wann es weitergeht, könnt ihr auf dem Nordpol erfahren. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Schaut da mal hin, da gibt es auch noch andere Live-Rollenspiele, zum Beispiel auch vom Mischka, der spielt relativ häufig, oder auch von anderen. Da gibt es einen tollen Eventkalender, wo ihr fast jeden Tag einen Stream anklicken könnt und anschauen könnt. Hier geht es wahrscheinlich in 2 Wochen weiter. Wir müssen mal schauen, das ist immer so dem Real Life ein bisschen geschuldet, ob es das wirklich klappt oder nicht. Aber vorgenommen haben wir uns 2 Wochen und wo es dann genau ist, seht ihr, wie gesagt, auf dem Nordpol. Danke fürs fleißige Kommentieren und fürs Mitspielen und fürs einfach Dasein. Danke an den Geist von Mira besonders, auch wenn er wenig Beachtung gefunden hat in letzter Zeit. Vielleicht drückt sich das irgendwann noch aus. Wenn man die Geister zu lange ignoriert, werden sie stärker. Mal sehen. Ja. ja, wenn ihr das hier auf YouTube guckt, herzliche Einladung beim nächsten Mal auf Twitch live dabei zu sein und hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es findet, wenn ihr es denn gut findet, wenn nicht, dann schaut was anderes. Schaut Kronk, der ist gut. Oder sonst was. Katzenvideos. Ja. Alles besser. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Long and prosper.